whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never there. I want us to be what we used to be this night. Baby, just another fight, but you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where.
this kid is a new number one driver. Moin, moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Moin, Hoshi. Ich hoffe, es ist schön in Barcelona, aber du schreibst ja gerade Wetter ganz gut. Ja, an der Strecke siehst du keinen. Wahrscheinlich ist da irgendwo ein Fehler in der Matrix, keine Ahnung. Aber im Mittag seht ihr schon, das Qualifying läuft hier bei der Racing League eSports. Wir sind beim fünften Rennen dieser Saison. In der letzten Woche hatten wir ja kein Rennen, da war Pause. Aber jetzt sind wir wieder am Start hier. Viertelstunde haben wir noch am Start. Und moin Sindre, moin Jan, moin Bistai und nochmals hallo Sindre. Ja, wieder ausgeschlafen, geht so. Bisschen müde bin ich, war heute den ganzen Tag unterwegs. Daher ein bisschen müde vom 24 am Wochenende, steckt mir noch ein bisschen was in der Stimme, sag ich mal. Aber heute haben wir nur eine Stunde vor uns, also das kriegen wir hin. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die Strecke. Du bist topfit, das ist auch schon mal gut hier. Ist nicht trainiert? Ja, aber mitfahren kannst du ja trotzdem. Wirst trotzdem nicht Letzter, hoffe ich. Nee, aber wir haben trotzdem ein relativ gut besuchtes Feld, würde ich mal sagen. 29 Autos insgesamt. Also das ist eine ganz gute Ausbeute. Einige Autos haben, oder Piloten vielmehr, haben abgesagt. Die allermeisten haben aber zugesagt. Und auch die allermeisten, die ja sehr weit oben stehen in der Gesamttabelle, die wir uns nachher einmal natürlich anschauen. Einer ist nicht dabei, der Hoshi, der hier im Chat ist, hat er ja schon geschrieben. Der ist im Urlaub. Na, ob das mal so eine gute Idee ist. Nicht, dass das nachher hinten fehlt an Punkten. Und Stable-Typen, danke für, Stabile-Typen, so heißt das, danke für deinen Sub, vielen, vielen Dank. So, DSQ sehen wir hoffentlich heute nicht. Ich weiß gar nicht, ob irgendeine Quali-Sperre hat für heute, ich habe nichts davon gehört. Aber, cooler grüner Pulli, ja, eigentlich ist er weiß, aber Greenscreen und so, ne? Ja, Grüße zurück an die Pizza-Crew. Marcel Arndt fährt, glaube ich, heute nicht mit, habe ich gesehen, laut Anmeldung zumindest. Also auf den müssen wir heute wahrscheinlich verzichten. Ja, aber wir haben dafür andere hier am Start. Und wir sehen schon, ganz, ganz viele Zeiten wurden schon gefahren. Ja, hier die erste Hälfte des Qualis, so, ist auch schon fast rum. Hier 12 Minuten haben wir noch, 20 Minuten sind es ja insgesamt. Und wir gucken mal, wer jetzt hier schon so eine schöne... Oh, sorry. So. Aber danke, Axel. Moin, Axel. Jetzt habt ihr aber Sound und wir schauen mal... wer hier oben so gerade mitfährt. Julian Kunkel haben wir auf der 1, hier 1,44, 1,77. Die ersten beiden hier relativ dicht zusammen. Marc Wittmann haben wir hier auf der 2, eine Zehntel dahinter. Chris Finn momentan auf der 3, hat hier keine aktuell gültige Runde. Da sehen wir ihn gerade aber auf der Stadtzielgeraden, auf einer relativ langen Stadtzielgeraden hier in Barcelona. Gucken wir mal, was er noch so rausholen kann. 0,6 Sekunden fehlen ihm nach ganz vorne. Halbe Sekunde bis zur ersten Startreihe. Dahinter ist schon deutlich enger. Dann haben wir so 8, 9, nochmal eine größere Lücke. Aber gucken wir mal, wir sehen ja noch, dass wir sehr, sehr viele grüne Deltas haben hier. Doppelter Bänderriss. Oha. Wo hat sich den denn abgeholt hier? Sparbikrit seid ja auch alle am Start. Ja, super. Da freue ich mich auch drauf, auf jeden Fall. Werde ich dann schön streamen. Obwohl, Video wäre auch mal nicht schlecht daraus, aber vielleicht streame ich da auch. Muss ich mich mal entscheiden, gucke ich mal. Und Alex Head, danke für dein Raid und herzlich willkommen alle 34, die hier rübergekommen sind. Ich nehme jetzt mal an, dass ihr ACC gefahren seid. Ich weiß zwar nicht, was genau, aber ich hoffe, es war ein guter Stream und ein oder mehrere gute Rennen hier. Ja, Jan, ich kann nochmal vielleicht Andi fragen. Der hatte auch ein bisschen Audio-Probleme. Vielleicht weiß der da was. Weil, ja, habe ich noch nie, wie gesagt, nicht groß von gehört, von dem Problem oder wie man das lösen kann. Ich hoffe, bei mir klappt der Sound. Jetzt haben wir ja auch wieder Sound. Ja, aber Andi hatte auch das mal Probleme. So, Kunkel, jetzt sehen wir gerade hier ein bisschen... Ah ne, aus der Box war jemand anders. Bisschen off-track einer. Wir gehen mal kurz ein bisschen weiter. Wen haben wir jetzt hier auf der 4 aktuell? Das ist der Nick Wasmer.
GeekGP heißt sein Team, zumindest in-game so angezeigt hier. Ich hoffe, das stimmt auch halbwegs. Patrick Schröter gerade mit der gelben Flagge, aber wir sehen eigentlich alles in Ordnung hier. 0,7 Sekunden auf der 5. Er ist Simracing hier. Wie gesagt, wir gucken gleich nochmal auf die Gesamttabelle. Wenn das Qualifying vorbei ist, dann können wir mal ein bisschen gucken, mal wieder, wer Punkte heute gut machen kann, wer vielleicht ein bisschen federn lassen muss. Eine Stunde fahren wir heute, einmal in die Box muss man auch. Und ja, Wetter ist fast ähnlich, wie Hoshi das beschreibt in Wirklichkeit. Also wir haben hier 22 Grad Luft, 24 Grad Strecke, leichte Bewölkung. Strecke steht auch schon auf optimal, auch hier im Qualifying. Also ja, optimalste Bedingung, würde ich mal behaupten, um hier richtig gute Zeiten hinzuzimmern. Vorne sehen wir die ersten beiden immer noch so unter sich da. 35.000 gerade mal Abstand zwischen dem Kunkel und dem Wittmann. Mal sehen, wer da noch ein bisschen was hinterherziehen kann hier. So, Buddy müsste auch irgendwo dabei sein. Hat er schon eine Zeit gesetzt. 25, 3,1 Sekunden. Ich denke, da geht auch noch mal ein bisschen was. Achso, ja, danke für deinen Prime-Star, sag ich schon. Für den auch, aber für den Sub und für den Gifted-Sub, so heißt das, an den Christian Buddy, der hier immer noch irgendwo hinten fährt. Wo ist er denn? War gerade noch in der Box, hatte ich gesehen. Wo ist er? Da ist er, steht immer noch in der Box. Ja, mal gucken, wann er jetzt rausfährt. Also, ja, der hat ja hier und da auch ein bisschen Pech gehabt in manchen Rennen. Hat er auch ein paar Punkte dadurch verloren oder liegen lassen, muss man eher sagen. Ist ein bisschen abgerutscht in der Gesamtwertung. Aber da kommen wir ja gleich nochmal zu, wie gesagt. Nächste Woche ist Monza, richtig. Da bin ich mal gespannt, ob das gut geht alles. So, oh, moin Doktor, auch wieder am Start. Ah, da ist er, Buddy, ja auch im Chat, siehste. Nur keine Konzentration gerade, ja. Dann konzentrier dich mal hier, hast ja noch ein paar Minuten Zeit. So, gehen wir mal hin, gehen wir mal auf den Tomte Maniac the Duke Brothers. Gerade auf der 16, noch nicht mit einer, oder jetzt aktuell nicht mit einer gültigen Runde. Hier sehen wir gerade die letzte Schikane. Da bin ich mal gespannt, wer da wirklich, ja, den Mut hat oder... Ja, ich will nicht sagen die Dummheit vielleicht, aber zu zweit durchzugehen, muss man ein bisschen situationsabhängig entscheiden, ob das Sinn macht, da wirklich reinzuhalten oder sich vielleicht da auf den Exit für diese lange Gerade zu konzentrieren. Wir werden hier sehr, sehr viele Angriffe sehen in der Kurve 1 hier, vor allem außenrum, aber vielleicht auch mal auf der Innenseite. Und dann geht es hier zu zweit durch Kurve 1, Kurve 2 und hier entscheidet sich manchmal schon, wer hier sich durchsetzen kann. Tendenziell natürlich hier auf der Innenbahn hat man einen kleinen Vorteil, aber manchmal kann man noch ein bisschen dagegen halten. Ja, dann bleiben wir einfach mal hier, gucken mal uns die Strecke so ein bisschen an hier mit dem Tomte. Dann kommen wir hier zur Kurve 4, müsste das sein, 180 Grad Rechtskurve, schön reinbremsen, früh aufs Gas gehen, aufpassen da, dass man das Heck nicht verliert am Ausgang. Dann geht es ein bisschen den Berg hinunter, später Apex hier, oder kann man mit späten Apex zumindest fahren, die Linkskurve, außen kann man sehr viel Körb mitnehmen. Julian Kunke jetzt mit der neuesten, schnellsten Runde, 44.130. So, dann haben wir hier diese Links-Rechts-Passage, da auch nicht so weit rauskommen, sonst holt man sich da gerne mal einen Track-Cut, genauso wie die nächste Kurve. Vielleicht mal ganz kurz die Bremse antippen, reinlaufen lassen, wieder voll aufs Gas, den ganzen Schwung hier den Berg wieder mit hochnehmen oder diesen Hügel. Bisschen rausfahren kann man da, wie gesagt, nicht zu weit. Und dann hier auf dieser Geraden, wo es dann die nächste richtig gute Überholmöglichkeit gibt. Hier diese enge Linkskurve, die Haarnadelkurve möchte ich fast sagen. Da werden wir auch sehen, dass man sich daneben setzt. Ja, und dann gibt es diesen Linksknick. Da kracht es gerne mal, weil man sich doch nicht genügend Platz lässt gegenseitig. Aber wenn es funktioniert, geht zu zweit hier durch die Rechtskurve. Und dann ja, hat man sich meistens schon geeinigt für diesen 90 Grad Rechtsknick. Auch hier wieder ein bisschen den Hügel runter zur besagten Schikane, die wir eben schon gesehen haben. Da die Curbs, ja, kann man hier ganz gut mitnehmen. Wir sehen aber, das Auto wird da sehr unruhig. Man verliert dann... Ja, den Kontakt, die Traktion und das macht sich dann hier auf der Geraden besonders bemerkbar. Aber das ist dann eine Runde hier auf Barcelona. Maniacs hier auf der 18, 1,7 Sekunden. So, vorne hat sich gar nicht so viel getan. Ich glaube, der Rosse ist auf die 3 gesprungen. Ja, 2 Zehntel Rückstand auf die 1. Und dahinter haben wir gerade immer noch eine halbe Sekunde. Ja, gucken wir mal. Momentan haben wir gerade mal so 3 Autos, die da das Podium unter sich ausmachen können. Aber naja, das ist nur das Qualifying. Gasstarten geht hier, glaube ich, ja. Bin ich der Meinung. Dann machst du sie alle fertig.
So, wo gehen wir mal hin? Fährt Buddy schon? Da ist er im Audi. Dann auch der Suna hier im AMG für Scopum Racing unterwegs. Laut Anzeige, wie gesagt. Wenn es gerade schnell wird gesagt, gucken wir doch mal hoch. Ja, 0,3 Sekunden. Also, ja, der Mann ist natürlich auch für gute Plätze vorne bekannt, wollte ich schon sagen. Das vielleicht auch, aber gut wollte ich sagen, denn er ist auf der dritten Position in der Gesamtwertung. Also hat immer ganz gut Punkte geholt hier. Ein Sieg sogar in Bathurst müsste das gewesen sein. Ja, drittes Rennen war das Australien. Letztes Rennen in Silverstone müsste das ja sein. Ja, das schlechteste Ergebnis, da hat er 10 Punkte holen können. Ich weiß gar nicht, wo das genau ist, aber irgendwo Platz 10, 11, 12 müsste das sein. Oder ein bisschen höher, vielleicht Top 10, glaube ich sogar. Die ersten 15 Autos bekommen ja hier Punkte. Der erste bekommt 30, dann 27, 24 und dann staffelt sich das so ein bisschen weiter runter bis Platz 15, wo es nochmal einen Punkt gibt. Plus natürlich nochmal einen Punkt für die schnellste Runde. Heißt also für heute, ja, Hälfte des Feldes ungefähr wird Punkte bekommen. Die andere heute nicht. Moin, Ralf. So, gucken wir mal. Finn hält hier die 0,3 so mehr oder weniger aus der Schikane raus. Sieht es nicht ganz so dolle aus. Da verliert er fast alles wieder. Ja, Potenzial ist da. 3 Runden sollte er nochmal locker Zeit haben. Gucken wir mal. Ja, hat er jetzt hier noch einen Honda-Kollegen vor sich. Ja, bringt ihm natürlich vielleicht ein bisschen Windschatten. Na, vielleicht ist er ein Tick zu weit weg. Aber ja, hat hier ein bisschen Verkehr jetzt vor sich. Natürlich auch mal ein bisschen ärgerlich. So, wer ist gut unterwegs? Chris Conrad auf der 8. Position. Ich glaube, der hat auch noch nicht so viele Punkte geholt in dieser Saison. Ich guck mal gerade. Ja, gar keine. 0 Punkte im letzten Rennen, davor zweimal nicht ins Ziel und beim ersten Rennen, glaube ich, nicht dabei gewesen. Zumindest hier laut Tabelle. Also vielleicht heute mal die ersten Punkte hier im 5. Rennen. 19 Rennen haben wir insgesamt vor uns. Also wir werden noch ja, bis ins nächste Jahr reinfahren. Haben ja immer 4 Rennen und dann eine Woche Pause. Und ja, Feiertage sind dann ja auch irgendwann nochmal. Hat man in den Läden, denke ich, auch schon ganz gut mitbekommen, dass irgendwie irgendwann auch mal wieder Weihnachten ist. Aber Spekulatius und so habe ich mir bis jetzt noch nicht geholt. Das dauert noch ein bisschen. Vielleicht im Dezember oder so. Aber ja, dementsprechend ja bis in den Februar sowas rein, glaube ich, werden wir fahren. USA auf jeden Fall. Die letzte Strecke, sehe ich gerade nicht gerade welche, aber einer von den drei US-Strecken wird sein. Gucken wir dann mal. Lebkuchen, ja, die Herzen, genau. Ja, die esse ich eigentlich auch noch halbwegs gerne, muss ich sagen. Spekulatius esse ich noch ganz gern. Aber sonst, ja, Stollen ist auch nicht so meins. Und natürlich mal ein Glühwein. Ja, dieses Jahr könnt ihr ja schön zur Fußball-WM Glühwein trinken. Aber ich habe gehört, wollen gar nicht so viele gucken, die WM. So, aber wir kommen mal wieder zum Motorsport, würde ich sagen. Marc Wittmann jetzt hier auf der ersten Position. 1,44,007. Wir nähern uns den 43ern an. Also wir sind ja hier im zweiten Split unterwegs. Im ersten, ja, könnte ich mir vorstellen, dass man da auch mal gut 43er oder noch schneller fährt. Weiß ich nicht ganz. Heute wird leider Split 1 nicht gestreamt. Der Kollege leider krank heute. Also können wir uns hier ja auf den zweiten Split konzentrieren und sehen. Ja, vorne ist es doch ganz gut zusammengerückt. Steffen Rosse auf der 3,03, Chris Finn 0,4 fast. Matthias Lang ganz knapp dahinter, 2000stel auf der 5. Dann Nick Wasma auf der 6, da gehen wir vielleicht mal drauf. Der hat auch ein kleines grünes Deltachen, das jetzt leider ja fast verschwindet. 0,7 Sekunden, das ist ein größerer Unterschied schon mal nach vorne. Aber wir gucken mal, wer ist denn... Ah, Chris Finn schon wieder 2/10 da vergeigt. Leider ungültig gemacht. Aber wir gucken mal, wer hat denn hier mit das größte Delta? Thorsten Käser auf der 21, der 115er M4 hier. Ja, in der schnellen Rechtskurve. Gucken wir mal, ob er hier Schwung mitnehmen kann. Die 0,3 halten sich schon mal. Aber natürlich hier die harte Anbremszone muss man auch sehr gut treffen. Schön das Auto rumrotieren. Wieder voll aufs Gas gehen, den nächsten Linksknick. Ja, den kann man... Vollgas nehmen, nicht zu viel Curb mitnehmen. Dann wird es mal ungemütlich, je nach Auto natürlich. Aber hier die Rechtskurve ist immer ein bisschen tricky. Da sehen wir es, da wird das Auto unruhig. Auch hier muss man aufpassen beim Rausbeschleunigen. Ja, man will möglichst früh natürlich den Schwung mitnehmen oder aufs Gas gehen. Aber dann kommt einem gerne das Heck.
Hier in dem Fall beim Umsetzen oder beim Einlenken in die Rechtskurve der Thorsten Käser leider sein Delta zunichte gemacht. Aber 30 Sekunden sollte er also noch schaffen. Die Startziellinie kommt ja doch relativ früh hier auf der Geraden. Also Einschuss hat er nochmal frei. Und dann gucken wir mal. Vielleicht geht es ja so Richtung Top 15. Da fehlt nicht viel. Ja, aber auch nur vielleicht oder nicht mal vielleicht. Er fährt in die Box damit. Sein Qualifying beendet. Wir schauen vorne mal. Wittmann schon wieder auf einer absoluten Bestzeit unterwegs. Kunkel. Ja, gehen wir auf Kunkel. Der kommt vorher über die Linie. Gucken wir mal mit seinem grünen Ferrari hier. Mit der 32 sich Position 1, ja, zumindest zeitweise holen kann. Ja, Wittmann ist auf der ungültigen unterwegs. Also er hat jetzt hier alle Chancen, mehr oder weniger. Ja, Chancen doch nicht so groß, außer Schikane. Außer die Schikane hat er total vergeigt letztes Mal. Aber eine Zehntel müsste er nochmal rausholen. Ah, ist eher eine halbe Zehntel. Wird ganz knapp nix, aber erste Startreihe sollte er sicher haben. Rosse bereits in der Box, Chris Finn ist in der Box, der sicherlich auch nochmal ein bisschen weiter vorne hätte landen können. Aber hat ja eine Stunde Zeit. Da kann er dann das nochmal korrigieren. Wir gehen mal zu Ralf Kmikowiak. Der hat auch nochmal richtig was im Petto hier. Amaruk, moin moin. Letztes Rennen ist Kota, ah ja. Das DT-Festival. So, Kmikowiak nochmal in die Top 10 reingefahren. Wir gehen zu Matthias Lang, der hier noch auf der 5 ist. Auch ganz gute Chancen nochmal. Erste, zweite Startreihe sich zu holen vielleicht. Werden es hier ein paar Kurven wissen. Auch einer der letzten, der hier überhaupt noch gut unterwegs ist. Matthias Gauci auf der 23 haben wir noch nicht gesehen. Da gehen wir gleich mal hin, würde ich sagen. Der müsste, ja, eine Kurve dahinter sein. Der wird sich auch nochmal wahrscheinlich verbessern können. Na, Schikane ein bisschen vergeigt jetzt. Und wir sehen es, zack, ist hier das Delta weg. Also, wir sehen, da gibt es noch so in der dritten, vierten Startreihe Leute, die auch nochmal vorne hätten oder vorne mitspielen können, pace-technisch. Das dürfte also mit Sicherheit interessant werden. Matthias Gauci also jetzt hier auch leider mit keinem grünen Delta. Müsste jetzt der Letzte sein, der über die Linie geht. Und damit haben wir das Qualifying geschafft. Haben auch von allen eine Runde gesehen, beziehungsweise eine Zeit bekommen. Gesehen haben wir noch nicht alle. Das wird gleich passieren hier in der Startaufstellung. Der war auch schon sind. 5 Minuten haben wir. Und die Zeit nutzen wir natürlich. Erstmal stelle ich alles hier ein. Das brauchen wir. Race Gaps brauchen wir. Einen Boxenstopp brauchen wir. So, und damit haben wir die Startausstellung einmal links stehen. Und damit blende ich mal die Gesamtwertung ein. Dann können wir mal ein bisschen gucken. Also Hoshi Blume, der macht Urlaub. Aber, ja, ist hier punktgleich mit dem Ralf Kmikowiak. Und der ist hier auf der 10. Position. Also gegenüber Hoshi wird er natürlich so oder so Punkte gut machen. Wenn er in die Punkte fährt, ist natürlich die Voraussetzung. Aber wie viele kann er gut machen? Jetzt ist er gerade in den Top 10. Die dicken Punkte gibt es ganz vorne. Chris Finn auf der 3 in der Gesamtwertung startet hier von der 4. Also der bewegt sich auch da, ja, wo man es erwartet. Hätte also Chancen heute, ja, eine Position auf jeden Fall mal zu gewinnen. Vielleicht sogar zwei, je nachdem, wo der Ralf landet. Aber Marc Wittmann, der hier von ganz vorne starten wird, gleich auf der 4. Position in der Gesamtwertung, der hat da natürlich die besten Möglichkeiten, die allermeisten Punkte gut zu machen. Dann Marc Mikowiak haben wir auf der 12 heute, hier auf der 5 insgesamt. Kunkel, ja, auf der 2 startet er heute. Also wir sehen, alle hier so in den Top 10 sind auf jeden Fall fast alle dabei, glaube ich. Na, Kalik, glaube ich, war heute auch nicht dabei. Aber hier wird sich nochmal einiges tun. Wir haben insgesamt 26 Fahrer, die sich schon Punkte holen konnten. Wie gesagt, die ersten 15 können sich ja immer eine holen. Punkte holen. Und ja, es ist ein relativ enges Punktemuster. Vorne sind es 3 Punkte Unterschied, dann 2 und hinten raus auf den letzten Positionen. Es ist mal nur ein Punkt Unterschied, den man sich holt. Und wir sehen es hier zum Beispiel im Mittelfeld. Da ist es doch sehr, sehr eng. Viele, viele Fahrer, die gleiche Punktzahl haben. Also da macht eine Position nochmal was aus. So, aber das so zur Gesamtwertung. Jetzt gehen wir einmal hier durch die Autos. Genau, da gehen wir ziemlich zu Marc Wittmann. Wie gesagt, der kann heute richtig, ja, was gewinnen. 2 Ferraris haben wir vorne tatsächlich hier. Also der Marc Wittmann auf der 1. Dann haben wir den Julian Kunkel mit der 32. Hier den Ferrari, den wir eben auch schon gesehen haben. Auf der Außenseite dann gleich für T1. Steffen Rosse ist im Honda unterwegs. Er ist im Racing. Und der
Chris Finn auch im Honda daneben für die Affenbande. Ja, also haben wir zwei Startreihen mit jeweils einer Marke. Hier haben wir die nächste Marke, Matthias Lang, haben wir im 88er BMW M4 auf der 5. Neben ihm links startet ein schwarzer McLaren, da sitzt der Nick Wasma drin. Ja, der bestplatzierte McLaren, der nächste kommt auf der 14 dann. Alex Langhorst, das ist der Teamkollege von Steffen Rosse, müsste das sein, ne? Ja, auch ein grüner Honda, dürfen wir nicht verwechseln. Aber wir haben auch die Nummern, er hat nämlich die 72. Dann haben wir die 292, ebenfalls ein Teamkollege, der Patrick Schröter auf der 8. Position. Dann haben wir Chris Konrad, der heute gute Chancen auf die ersten Punkte hat. Also drücken wir ihm mal die Daumen, hier mit der 92 unterwegs. Dann Ralf Mikowiak im BMW auf der 10 mit der 28. Ja, gar nicht so gut platziert. Ich glaube, der hat deutlich bessere Platzierung in den letzten Rennen geholt. Ah, letztes Rennen lief nicht gut, ein Punkt nur. Davor zweimal 27, also zweimal Zweiter müsste das sein. Ja, mal sehen, was heute noch so geht. Simon Jovi haben wir dann hier im Aston Martin. Aston Martin in dem Feld ja nicht sonderlich oft vertreten, wie wir hier sehen. Auf jeden Fall heute nicht. Der startet von der 11. Dann haben wir Marc Mikowiak mit der Nummer 8 hier im Honda. Weiter geht's mit einem weiteren Honda mit der 492, Benjamin Leinweber für die Affenbande. Der nächste McLaren, Thorsten Hofmann auf der 14. Position, Höhe Green Hornets unterwegs. Moin Patrick und moin Pierre und Porsche Peak, moin moin. So, Patrick Plöger, noch ein Patrick, hier im Lexus unterwegs. Ja, die Startzielgerade wird sein Zuhause sein. Genauso wie für die beiden Ferraris da vorne. Topspeed vorhanden. Jungkönig haben wir dann, ja, für The Duke Brothers im BMW M4 mit der 35 auf Platz 16. Auf der 17. Kai Moll. Ein Audi, der Bestplatzierte tatsächlich erst hier auf der 17. Ja, schauen wir mal, was er am Start gut machen kann. Die Audi ist immer sehr stark in der Startphase hier. Und ja, der Weg zur ersten Kurve ist recht lang. Da kann er vielleicht sich den einen oder anderen schnappen. Den Jungkönig zum Beispiel. Dann Aaron Racer haben wir mit der 83 im BMW auf Platz 18 ATP Racing. Mehmet Suna im AMG auch nicht oft vertreten heute. Ich glaube sogar der einzige, wenn ich so richtig sehe. Für Scopum Racing mit der 68. Dann haben wir Tomte Maniacs auf der 20. Position. Ja, auch ein BMW M4, BMWs und Hondas vor allem heute gut vertreten. Dann nicht mal in den Top 20 haben wir Thorsten Käser. Der ist hier jetzt auch dabei, in die Einführungsrunde zu gehen mit der 115. Auf Platz 22 haben wir Ralf Schäfer im McLaren mit der 57. Go Fast Racing. Ja, mal sehen. 7 Plätze muss er gut machen, um sich einen Punkt zu holen. Außer er setzt natürlich die schnellste Runde, dann hat er auch einen Punkt. Aber ich denke mal, man wird sich hier eher auf die Position konzentrieren. Matthias Gautsch haben wir noch gesehen, hatte was im Delta, also vielleicht geht es da auch noch ein bisschen nach vorne. Auch im Audi unterwegs mit der 534. Dann haben wir Christian Brandl mit der 91 im BMW M4. Startet von der 24, hat zwei Hondas, also ein vor und ein hinter sich. Ja, mal gucken. Markus Eisen, das ist nämlich der Audi dahinter. Der startet für Too Low For You auf der 25. Bert Petersen haben wir für Green Hornet im Porsche. Einer von zwei Porsche heute. Er hier von der 26, wie gesagt. Der Markenkollege startet anscheinend aus der Box. Wäre von der 27 gestartet. Naja, zwei Positionen verliert er jetzt. Das macht den Braten dann wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt fett. Ups. Na. So, jetzt haben wir es. Dann haben wir den Christian Buddy, Too Low For You, ebenfalls hier. Auch ja eher weiter hinten, die beiden Teamkollegen heute. Ja, sehr schade. Eigentlich ja ganz gute Ergebnisse zum Teil eingefahren. Mal sehen, ob es vielleicht doch für die Punkte reicht. Wird etwas schwierig, habe ich das Gefühl. Sind da doch einige Autos noch dazwischen. Und Kai-Uwe Kohlschütter haben wir dann im BMW mit der 36. Go Fast Racing wird dann hier ja der Letzte in diesem Train zumindest sein. Aber der Vorletzte dann gleich auf der Strecke, da der Kartschein hier ja aus der Box startet. So, also, es ist angerichtet, Rennen 5. Wir sind hier im wunderschönen Barcelona. Wetter ein bisschen wärmer geworden, zumindest mal die Strecke im Gegensatz oder im Vergleich zum Qualifying.
Wieso Lost on Keyboard? Da musst du Zappi fragen. Der hat Probleme mit Keyboards, nicht ich. Liveries müssten eigene dabei sein, glaube ich, ja. Oder ich habe sie nicht, keine Ahnung. Nee, Keyboard kann ich nicht spielen. Und Beastie 24 habe ich im Briefing gehört, ist geplant. Aber gibt viele Communities, die sowas planen. Mal gucken, was dann so rauskommt. Liegt ja auch mal ein bisschen an den Anmeldungen, ne? Wie viele da mitmachen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir sind jetzt hier auf der Startzielgeraden. Und schau mal, ja, wer sich hier durchsetzen kann. Zwei Ferraris vorne, wie gesagt, gefolgt von zwei Hondas. Wittmann haben wir hier im weißen Ferrari. Hat die Nase schon mal leicht vorne. Und jetzt geht's hier los. Eine Stunde Barcelona, Renn 5, RLE. Und wir sehen, Wittmann kommt schon mal sehr gut weg. Aber Gucke geht natürlich in den Windschatten. Wir gucken mal ein bisschen da oben ins Mittelfeld. Da wird schon zu dritt, zu viert gefühlt da nebeneinander hergefahren. Mal sehen, was es hier vorne so gibt lang. Oh, wer kommt denn da durchgeschossen? Das ist hier der Honda von Rosse. Hat aber zum Glück mal keinen getroffen, ist auf die dritte Position vorgegangen und der Ferrari hinten dreht sich auf den Curb so ein bisschen weg. Der Google müsste das sein. Mal sehen, es hat natürlich Geschwindigkeit hier verloren und da kommen, ja, ein, zwei, drei Autos, die natürlich vorbei wollen. Hier in der Mitte sehen wir noch einen grünen Honda, der so ein bisschen wackelig hier in der dritten Kurve unterwegs ist. Hat das Auto aber wieder gefangen. Wir gucken mal weiter ins Mittelfeld. Oh, da gibt es hinten vom BMW einen drauf. Ein, zwei Autos gehen hier off-track. Hinten gibt es eine kleine Kettenreaktion. Ja, in der Kurve mal ein bisschen blöd alles. Jetzt steht hier auch noch einer quer. Ach du Scheiße. Ja, einer quer gestanden und da kommt die Hälfte nicht vorbei. Wir sehen links einen Lexus in der Wand. Hier unten, Mehmet Suna müsste der AMG sein, der jetzt hier irgendwie versucht wieder zu... Oh, der Porsche fast noch in den Ästen reingegangen. Ja, Leute, gelbe Flagge, ein bisschen vorsichtig sein, ein bisschen vom Gas gehen vielleicht. Jo, jetzt sind wir wieder alle unterwegs. Ja, Red Flag, gefühlt ja. Aber das hat mal richtig wieder was durcheinander gewürfelt. Wir schauen uns nachher natürlich die Position Deltas einmal an und gucken mal, wer da wahrscheinlich profitiert haben dürfte. Jetzt gehen wir erstmal ein bisschen durch. Ja, also Wittmann auf der 1 und Matthias Lang, der hat schon drei Positionen gewonnen. Der BMW jetzt hier auf der 2. unterwegs. Steffen Rosse, der da, ja, Kurve 1 schon fast irgendwelche Leute auch abgeschossen hat. Zum Glück genau die Lücke getroffen. Auf der 3. Position unterwegs. Dann Nick Wasmer auf der 4. Der McLaren, auch zwei Positionen gewonnen gleich mal. So, dann kommt eine ganze Riege an Hondas, 5 Stück nämlich. Patrick Schröter haben wir hier auf der 5. Position. Hinten gab es schon wieder eine gelbe Flagge. Maniacs steht hier irgendwo off track. Wir gehen mal 20 Sekunden zurück. Wir sind hier bei der Anfahrt zur, wie heißt die, Kaixa? Ist das die Kaixa? Ich weiß es gar nicht, wie die Kurve heißt. Geht hier ein bisschen weit und hat hier offenbar angehalten. Würde ich mal fast behaupten, ja. Okay, war kein Fahrfehler. So, was geht denn hier noch so? Ja, wir sehen jetzt hier links auch in der Anzeige einige Autos, die jetzt in die Box fahren. Ah, Manex hat wahrscheinlich nur gewartet, dass das ganze Feld vorbeigeht und er hier in Ruhe in die Box fahren kann. 1, 2, 3, 4, 5 Autos sehen wir jetzt, die schon reinfahren müssen wahrscheinlich, muss man sagen. So, Katschan, der aus der Box gestartet ist wiederum, der ist auf der 23. Bernd Petersen hat er schon mal hinter sich halten können. Ich weiß nicht, ob das der Porsche war, der da fast in den Ästen reingekracht ist. So, jetzt hat es sich aber halbwegs geordnet. Auf der Karte sehen wir es. Durch diese 1-2 Karambolagen, die wir gesehen haben, haben sich schon ein paar Lücken gebildet. Und wir gucken mal kurz bei König rein, der sich gerade den Kohlschütter schnappt, aber hier, ja, gegenhält. Und auf der Innenseite haben wir noch Moll, den Audi, der jetzt hier ganz außen ist. Und der BMW geht hier vorbei, gewinnt hier 1-2 Positionen. Aber der Moll im Audi auf der Innenseite, ja, doch nicht Innenseite. Hätte sich vielleicht daneben setzen können. Dahinter sehen wir nochmal Brandl, wie er an Jungkönig vorbeigeht. Aber das dürfte hier dem Schaden geschuldet sein. Geh mal in die Kamera vielleicht. Sieht man es vielleicht nicht besser. Aber hier sehen wir es. Motorhaube sehr weit geöffnet. Da wird es, denke ich mal, gleich in die Box gehen. Kohlschütter hier gerade ein bisschen, ja, off-track. Nimmt hier einmal die alternative Route. Da gibt es ja noch die ein, zwei andere Varianten auf der Strecke hier. Wir gehen mal hier hin. Der Katschan kann sich den Markenkollegen schnappen. Damit hat er die Führung, ja, bei dem Porsche sozusagen kurzzeitig mal übernommen. Mal gucken. Ja, jetzt kann er sich vorne halten vor Petersen. So, wir gehen mal zu Chris Finn. Wie lief es bei ihm? Zwei Positionen verloren. 0,4 Sekunden an Patrick Schröter dran. Links sehen wir mal mit Suna aus der Box kommend. Kommt hier, ja, in den Top 10 raus auf der Strecke. Natürlich nicht positionstechnisch. Also, der muss den einen oder anderen vielleicht vorbeilassen.
aber hinter sich hat er ein, zwei Autos, die ihn überrunden möchten wahrscheinlich, aber dahinter ist eine kleinere Lücke, also er wird jetzt hier nicht komplett nach hinten durchgereicht sozusagen. Kennen wir ja vielleicht, wenn da sehr viele Autos hinter dir sind, die dich überrunden wollen, dann musst du ja, oder verlierst du sehr viel Zeit und ja, da wirst du richtig schön aufgehalten in deiner Pace. So, Steffen Rosse, wir gehen mal auf Matthias Lang drauf auf den Heckflügel hier. Steffen Rosse, ja, kann hier sehr gut mithalten, wie wir sehen. 2,3 Sekunden zum Nick Wasmer, dem McLaren da hinten. Und Rosse schon mal Innenseite angetäuscht, aber geht natürlich noch nicht auf die Innenseite rein. Da bietet sich die Kurve nicht unbedingt an. Eher dann hier die nächste Kurve. Ja, das spielt natürlich Marc Wittmann auf der 1 in die Karten hier. Wenn die beiden sich hier ja, nicht drehen, sondern im Zweikampf verwickelt sind. Also Rosse hat jetzt hier den 88er BMW berührt, der sich dreht und hier auf die mindestens mal 7. Position zurückgereicht wird. Ordnet sich jetzt hier hinter Schröter, Finn und Langhorst ein. Marc Mikowiak. Mikowiak hier auf der 8. Position. 4 ging es nämlich schon nach vorne. So, aber Position 2 ist trotzdem weiterhin hart umkämpft. Diesmal aber Rosse in der Verteidigungsposition. Jetzt gehen wir mal hinten auch auf Zeck. Marc Wittmann vorne, ja, 44,787 gefahren. 5 Sekunden jetzt durch den Vorfall Vorsprung. Das läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut für ihn da vorne. Denn, ja, jetzt hat er schon mal nicht direkt Druck. Also entspannt ist es jetzt natürlich noch nicht. 54 Minuten haben wir noch. Aber ist schon mal ein bisschen entspannter, wenn man schon mal gleich hier am Anfang so einen Vorsprung hat. Dann musst du nicht sofort pushen. Kannst hier deine Pace fahren, deine Reifen so ein bisschen schonen, die hier ja auf Barcelona doch ganz gut beansprucht werden. Vor allem die linke Seite. Also da wird richtig Gummi abgegeben an die Strecke. So, also hier haben wir einen schönen Dreikampf. Mal sehen, was da so gleich geht. Wir gehen mal kurz ein bisschen durch. Was haben wir noch? Wir haben nämlich Mikowiak und Leinweber hier 8 und 9 ganz, ganz dicht zusammen. Da gab es, glaube ich, eine kleine Berührung. Sah zumindest so aus. Der vordere Honda geht auch ein bisschen weiter. Könnte sein, dass er einen kleinen Schubser bekommen hat. Hofmann, der hat das da beobachtet im McLaren. Der sich hier schön ranrobt. Dahinter haben wir noch ein schönes Päckchen. Chris Conrad, der sich jetzt hier auf der Innenseite ja, ein bisschen vertan hat vielleicht. Drückt hier fast den Audi raus. Und wer profitiert davon? Müsste nicht Gauchy sein. Schäfer, der McLaren, wäre noch fast am Audi auch vorbeigekommen. Hat aber schon eine Position gewonnen. Chris Conrad jetzt hinter ihm. Ja, und dahinter haben wir den grünen Ferrari von Kunkel. Der, ja, deutlich zurückgefallen ist. Der war noch nicht in der Box, aber 12 Positionen ging zurück. Von der 2 ist er ja gestartet. Also für ihn lief es überhaupt nicht gut. Einer der Verlierer, neben denen, die natürlich hier im Unfall verwickelt waren. Hier auf der Innenseite mal geguckt, aber noch nicht den Weg vorbeigefunden. Wo ist Chris Conrad? Ach da, ich wollte gerade sagen, da fehlt doch einer. Der ist jetzt hier am Ende dieses Trains unterwegs. Bisschen weit gegangen, nehme ich mal an. Wir gehen mal kurz zurück. Vielleicht sehen wir das nochmal, vielleicht aus der Heli-Perspektive. Da war nämlich der Ferrari auf der Innenseite. Ah, musste da dem McLaren ausweichen. Geht deswegen ein bisschen weit. Aber auch nochmal eine knappe Angelegenheit. Ah, da hat er versucht nochmal den Ferrari zurückzuhalten. Aber wenn du da auf Track kommst, solltest du dich ein bisschen zurückhalten auf jeden Fall. Pflichtboxenstopp gibt's, Boxenstoppfenster gibt's keins, richtig. So, achso, andere Kamera vielleicht mal. So, was haben wir noch? Hinten sehen wir gerade Joby aus der Box kommend. Und jetzt gehen wir mal wieder nach vorne. Hier tut sich nämlich gerade einiges. Denn Chris Finn hat den Wasmer, glaube ich, überholt. Hier der McLaren. Ja, sehr, sehr schöne Gruppe, die wir hier sehen. Steffen Rosse hat sich schon gut absetzen können von Patrick Schröter. 3 Sekunden haben wir dazwischen, 2 und 3. Aber die letzte Podiumsposition ist hier gerade doch sehr begehrt. Vor allem durch diese 4 Autos. Dahinter folgen die nächsten beiden. Glaube ich, oder? Warte mal. Langhorst haben wir hier. Achso, Lang ist der nächste. Ah ja, Mehmet Sunat, der ist ja eine Runde zurück hier im AMG, genau. Also vor allem die 4 hier jetzt. So, oh, hier wird auch richtig reingehalten. Auch das ging nicht sonderlich gut hier. Da wird nämlich ein Honda getroffen. Muss ich mal kurz gucken, war das jetzt Langhorst oder Schröter? Ich glaube, Schröter war das. Langhorst direkt dahinter. Da dürfen wir nicht verwechseln. Die beiden Autos sehen sehr gleich aus, nur die Nummer ist hier anders. So, Chris Finn. Auf der 3 jetzt inzwischen, also eine Position gewonnen. Hat jetzt ein bisschen freie Fahrt. Mal sehen, ob er sich hier lösen kann von der Gruppe. Und dann hier Richtung Platz 2 vielleicht fahren kann.
Wir gehen mal ein bisschen weiter. Petersen, oh, was machen die hier? Die beiden Porsche immer noch im Zweikampf. Da geht's zu dritt durch. Der andere, das ist der Aston Martin hier. Der hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Das müsste, ja, Jovi sein, genau, auf der 25. Müsste noch eine Runde zurück sein. So, wo ist der andere andere Porsche jetzt? Hier ist der Grüne. Und Kartschan, genau, hier auf der 21 unterwegs. So, Kunkel greift hier gerade den McLaren von Schäfer an. Kurve 1 Innenseite. Das war aber mal ein sauberes Überholmanöver. Also auch das kriegen wir heute zu sehen hier. Sehr schön für Kunkel. Zumindest das Manöver. Immer noch 10 Positionen zurückliegend von seinem Start. Hat aber schon mal wieder 2 gewonnen, glaube ich. Letztes Mal, als wir drauf waren, waren es 12. Ja, also der ist hier dabei, ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben. Mal gucken, wie weit es nach vorne geht. Abstände, ja, der nächste ist eine Sekunde weg. Das ist hier der Audi von Gauchi. Hier der weiße. Und davon war 2-3 Sekunden Abstand. 7-8 ist der größte Abstand da vorne, abgesehen vom Podium. Also vielleicht geht da nochmal was. Chris Buddy hat sich gerade den Moll geschnappt. Er hält aber nochmal dagegen vielleicht. Wird aber etwas schwierig auf der Außenseite für diese Linkskurve hier. Für ihn ist auch nicht ganz optimal. 2 Positionen ging es nach hinten. Chris Buddy müsste was gewonnen haben. 10 Stücke sogar. Ja, siehst du, nur noch 3 Positionen. Dann geht es hier in die Punkte rein. Aber die Punkte sind noch so 10, 12, 13, 14 Sekunden weg. Und hier, ja, Linie nicht so ganz getroffen. Ist nicht ganz so schlimm, weil hier kannst du noch nicht direkt angreifen. Sofern du jetzt hier gut rauskommst, hast du ganz gute Chancen. Ja, Audi gegen Audi. Sollte sich also hier erstmal auf der 18 halten. So, Steffen Rosse auf der 2. Position liegend. Hat ja ein bisschen Luft nach vorne, nach hinten. Mit der schnellsten Runde 1,44. 6,80 ist er gefahren. So, jetzt gucken wir mal. Gehen wir vielleicht onboard. Gucken wir, ob der Matthias Lang den Nick Wasma angreifen kann. Der hält sich schon mal auf der Innenseite. Er kann hier schön auf die Rennlinie gehen. Und wie gesagt, hier außenrum kann man es gut probieren. Im Rückspiel gesehen bei der McLaren. Er selber kann die Linie halten. Aber das Spiel ist auch noch nicht vorbei hier in der nächsten Kurve. Der McLaren jetzt hier vielleicht mit ein bisschen mehr Schwung. Kann jetzt vielleicht sich nochmal daneben setzen. Dirty Air ist hier natürlich ein Thema in diesen schnellen Kurven. Mal sehen, ob er nochmal auf die Innenseite geht. Aber ich nehme an, dass er ein Tick zu weit weg ist. Ja, damit Matthias Lang an Wasma vorbei auf die 6. Position. So, Kunkel schnappt sich jetzt vielleicht oder wahrscheinlich hier den Audi von Gauchi. Ist die Frage wo und ob es natürlich gut geht. Der ist natürlich höchst motiviert, hier nochmal wieder weiter nach vorne zu kommen. Hat sich vielleicht ausgerechnet, dass er aufs Podium fährt. Ja, wird schwierig, aber kann ja noch einiges passieren. Wer weiß, wer sich vielleicht nochmal eine DT holt. Bis jetzt haben wir auf jeden Fall keine Strafen und wir sehen, dem Audi kann auf jeden Fall mal richtig einheizen. Wir fahren mal mit. Chris Conrad da hinten sehen wir ja auch noch. Oh nein, jetzt hat er einen Quersteher und jetzt muss er aufpassen, der McLaren auf der Innenseite. Versucht das vielleicht jetzt hier auszunutzen. Mal sehen, ob er richtig reinhält. Der Ferrari auf jeden Fall geht eine sehr, sehr weite Linie, wie wir hier sehen. Und da musst du ein bisschen langsam machen, sonst geht es da ja weit off-track aufs Kies. Und Chris Conrad auf der Innenseite. Er bleibt in der Ferrari, damit Chris Conrad da nicht auf die Innenseite geht. Das ist die beste Möglichkeit wahrscheinlich. Aber der McLaren muss relativ weit gehen. Gab es da die Berührung? Ich bin mir nicht ganz sicher. Geht jetzt am Ferrari dafür vorbei. Ich wollte gerade sagen, der McLaren muss aufpassen, dass der BMW nicht durchgeht. Weil er selber ja weit gehen musste und der BMW auf die Innenseite ziehen konnte. So, und Aaron Racer haben wir dahinter. Der hat sich ein bisschen ranfahren können. Dahinter hat er schon 7 Sekunden Vorsprung. Also McLaren, Ferrari und 2 BMWs haben wir hier. So, jetzt gucken wir mal, fahren mal mit. Schauen mal, ob er sich den McLaren schnappen kann, der hier auch schon wieder auf die Innenseite geht. Mal gucken, geht er jetzt schon rüber, bleibt er rechts, fährt er mittig, wir wissen es nicht genau. Er bleibt eher rechts. Damit schauen wir mal, ob es dann außenrum vielleicht funktioniert. So, daneben bleiben kann er schon mal aufpassen, dass man da nicht den McLaren rausdrückt. Und Chris Conrad auf der Außenseite im BMW muss da auch aufpassen, da fast zu dritt nebeneinander. Und jetzt geht es hier durch die Rechtskurve, der BMW auf der Innenseite. Das müsste Schäfer, Racer sein, der sich den Conrad, glaube ich, schnappen kann. Da ganz dicht hinter dem McLaren auf der Innenseite. Und da gibt es die Berührung, der McLaren dreht sich weg. Schäfer jetzt hier, ja, leider verkehrt herum auf der Strecke unterwegs. Alle anderen sind hier noch ganz gut davongekommen. Also McLaren verliert jetzt hier leider auch einiges an Positionen. Wir sehen es auf der Karte, da kommen jetzt nochmal 3 Autos. Jetzt noch 2, dann kann er vielleicht gucken, dass er wieder auf die Strecke kann. Muss sich mal ein bisschen beeilen, die 28 kommt da schon wieder um die Ecke. Aber wo ist er da unten, der BMW? So, Benjamin Leinweber. Die 2
Hondas hier auf der 8. und 9. Position, 0, bisschen was Sekunden auseinander gerade. Vorne hat sich so schon ein bisschen auseinandergezogen jetzt. Aber Steffen Rosse scheint gut unterwegs zu sein. Gehen wir gleich mal hin, vergleichen mal die Runden. Marc Wittmann jetzt allerdings mit der schnellsten Runde. Aber der Abstand da vorne jetzt, ja, um und bei 4 Sekunden. Der war ja schon mal bei 5. Die 5 haben wir aber zwischen Chris Finn auf der 3 und Position 2. So, ganz hinten verpassen wir nicht so viel. Da waren ja viele schon in der Box und haben dementsprechend verschieden lange gestanden. Und damit die Gaps da schon, ja, relativ groß. Engstes Duell haben wir tatsächlich hier zwischen dem Marc Mikowiak und Benjamin Leinweber. Die beiden Honda-Fabrikate. Hier kann jetzt der Benjamin schön aus dem Windschatten vielleicht mal angreifen. Hat sich hier angezeigt oder angedeutet. Hat sich gezeigt oder angedeutet, so rum. Aber ist noch nicht vorbeigegangen. So, jetzt machen wir mal kurz hier den Zeitenvergleich. Letzten drei Runden zeige ich uns. Oh, könnt ihr wahrscheinlich gar nicht so richtig lesen. Aber ja, war mal so, mal so. Also letzte Runde war mit Band schneller. Davor die Runde eine halbe Sekunde langsamer. Vor drei Runden hat er eine Zehntel verloren auf Steffen Rosse. Also schauen wir mal, was da so geht. Momentan haben die ja alle da vorne ganz gut freie Fahrt. So, Kunkel, nächster Versuch am Audi. Jetzt hat er hinten zumindest mal nicht ganz so viel Druck. Die anderen beiden Autos dahinter, die beiden BMWs, sind ein paar Meter weg, dass er sich hier auf den Audi konzentrieren kann. Fahren wir doch mal mit, vielleicht sind wir ja live dabei. So, vierte Stunde ist hinter uns, die erste. Und haben schon, ja, einige Unfälle gesehen, muss man sagen. Auch schon einige Zweikämpfe. Einen sehen wir hier, aber wir müssen, glaube ich, zu den beiden Hondas kurz gehen. Ja, wieder gleiche Schnelle wie letzte Runde. Im Hintergrund da oben sehen wir das andere Duell. Hier gab es jetzt keinen Angriff. Gucken wir mal, ob es jetzt hier Richtung Haarnadel einen Angriff gibt. Gauchi, der hier jetzt auf der Innenseite, ups, da, natürlich abdeckt, was diese Runde schon mal funktioniert hat. Jetzt bloß aufpassen, nicht zu weit rausrutschen. Dann kann man sich mal schön auf die Innenseite setzen anstelle des Ferraris. Aber die Kurve kriegt er auch sehr gut. Ja, aber er kriegt natürlich richtig Druck und er weiß, dass der Gunkel nicht schlecht unterwegs ist, denke ich mal. Aber hat natürlich hier alles an Rechten, das zu verteidigen. So, jetzt haben wir hier Audi gegen Ferrari. Top Speed sehr gut. Ah, musste er gerade lupfen, hatte ich das Gefühl. Sonst wäre er vielleicht zu weit rausgekommen. Und wir sehen, der Ferrari kann jetzt hier richtig schön angreifen. Wir gehen mal rein und wir sehen schon, wie er rauszieht hier aus dem Windschatten auf die Außenseite. Mal sehen, ob es funktioniert. Ah, sieht deutlich besser aus jetzt. Jawohl, hatte die Nase schon deutlich vorne, das ganze Auto. Und hier schon in der Linkskurve konnte sich vor den Audi setzen, wo es schon fast die Berührung gab. Aber jetzt ist er hier auf der 11. Position unterwegs. 6,5 Sekunden zu Hofmann, dem McLaren auf der 10. Position. Mal sehen. Ja, das ist auch der nächste auf der Strecke. Also hat hier freie Fahrt zur nächsten Position. Bin mir relativ sicher, dass er sich hier vom Audi lösen wird. So, was geht vorne? Nicht so viel. Wie ihr seht, ja, in den Abständen. 1,5 Sekunden zwischen den beiden Teamkollegen hier, den grünen beiden Hondas. Sonst fahren die hier mit mäßigem Abstand hintereinander her. Mal sehen, wer hier wem vielleicht auch mal gefährlich werden kann. So, nee, da wollte ich gar nicht hin. Chris Conrad, da wollte ich hin. Der schnuppert hier am Aaron Racer dran. Ja, schon ein, zwei heikle Situationen gehabt hier in der Gruppe eben. Jetzt sind die aber nur zu zweit hier. Kai Moll jetzt in der Box auf der 22. Position. Aufpassen hier beim Anbremsen, nicht hinten drauf knallen. Ja, hier in den Sektionen kann man schlecht wirklich angreifen, wenn der Vordermann keinen Fehler macht. Hier kannst du nur gucken, dass du gleich aus der Schikane gut rauskommst. Nee, stream jedes RLE-Rennen eigentlich, jeden Montag. So, wie gesagt, hier am Exit muss man jetzt mal sich konzentrieren. Oder darauf konzentrieren, hier möglichst viel aufs Gas zu gehen. Hier kann man gut Curb mitnehmen. Schön auf dem gelben Brustkörb. Und mal sehen, ja, ob er hier aus dem Windschatten angreifen kann. Aaron Racer ist aber auch ganz gut durchgekommen, muss man sagen. Wenn wir da mal raufgehen, 0,4 Sekunden halten sich. Das wird nicht reichen, um hier anzugreifen. Also da müssen wir uns noch mal ein bisschen gedulden. Guck mal gerade hinten. Na, verpassen wir nichts. Moin, Franco. Konrad an Konrad, ja. So ist es nämlich. Ja, hier haben wir Honda an Honda. Aber da ist der Leinweber noch nicht vorbeigekommen. Also fährt die ganze Zeit hinterher. So, jetzt hatte ich gesagt, gucken wir uns mal Position Deltas an hier für alle. Wo sind sie denn?
jedes Mal suche ich sie. So, hier seht ihr es. Also Position 1 hat sich nichts getan, sonst glaube ich, hat jeder irgendwie seine Position gewonnen oder verloren, je nachdem. Bleiben wir hier bei den beiden Hondas. Also, ja, Kunkel auf der 11 auf jeden Fall erwähnenswert. Hier 9 Positionen verloren. Ansonsten da hinten alle, die schon in der Box waren. Ist also nicht ganz Boxenstopp bereinigt. Dann haben wir noch Konrad auf der 14, der gut verloren hat. Immer noch in den Punkten. Wären ja immer noch seine ersten. Sonst 6, 7, eine Position kann man noch verkraften. Aber hier sonst alle anderen vorne gewonnen dementsprechend. Also viele konnten jetzt hier temporär zumindest mal das Punktekonto verbessern. Aber noch sind 40 Minuten zu fahren. Und dann wird es abgerechnet. Wir gehen mal zu Petersen auf die 18. Der ist nämlich am Christian Buddy dran, der hier auf der Innenseite schon verteidigt. Und Petersen ist hier der Porsche auf der Außenseite, den Nase, glaube ich, eben mal kurz vorne hatte. Was kann ich, wer ist denn der BMW dahinter? Müsste ein Mikowiak sein. Wahrscheinlich der auf Platz 25. Würde ich mal behaupten, ja. So, ein paar Mal Porsche mit. Ja gut, auf der Stadtsiegeraden hat der Porsche keine Chance gegen den Audi, keine Frage. Also der hat seine Chance in den harten Anbremszonen, in der Englingskurve, Anfang Sektor 3 vor allem. Sonst hier wird er jetzt kein Land sehen. Wahrscheinlich wird der Mikowiak sich jetzt zurückrunden. So, wenn haben wir dahinter noch einen McLaren. Das ist der Schäfer, der da ja gedreht wurde, kann man fast sagen. Zumindest, ja, leider hier auch ja, zurückgefallen, kann man fast sagen. Jetzt hat er den Porsche überholt. 4 Positionen zwar gewonnen insgesamt, aber war ja schon deutlich weiter vorne in dieser schönen Kampfgruppe da. Ja, mal sehen. Buddy ist jetzt also der Nächste, den er vielleicht sich schnappen kann. Der Audi hier. So, dann gucken wir wieder zu den beiden Hondas. Lustigerweise immer hier in der harten Anbremszone gehen wir drauf. Der Zufall hier. Oh, Petersen Schäfer. Das ist, da haben die wieder sich zurückgewechselt, oder? Guck mal kurz in die Wiederholung rein. Ja, da geht der Porsche wieder am McLaren vorbei. Kurve 4 ist das ja, glaube ich. Ja, da gibt es auch nicht direkt den Gegenangriff wieder vom McLaren von Schäfer. Ja gut, er weiß selber, auf der Geraden spätestens sollte er ihn wiederbekommen. Gucken wir mal. So, das müssen wir wieder im Live-Bild sein. Ja, und Steffen Rosse hat hier gut was gewonnen. Wir gucken mal in die letzten drei Runden rein. Und hier seht ihr es unter mir vielleicht. Dicke, dicke grüne Deltas. Eine Sekunde, halbe Sekunde aufgeholt. Sehr, sehr gut unterwegs, der Steffen. Und damit haben wir, ja, wahrscheinlich hier gleich einen schönen Zweikampf zwischen Wittmann und Rosse. Chris Finn auf der 9. Position. Dann machen wir auch mal den Vergleich mit Rosse. Ja, da sehen wir auch, dass Rosse deutlich schneller ist. Locker eine Sekunde die Runde. Und da sehen wir jetzt auch, wie er schon direkt dran ist. Wir fahren mal mit. Gucken mal, ob es jetzt diese Runde schon passiert. Mal sehen, was macht der Ferrari. Der hat das natürlich schon mitbekommen. Bleibt hier relativ weit innen. Ja, eine Autobreite rechts lässt er Platz. Damit er nicht ganz so weit innen anfahren muss. Aber Rosse, ja, greift noch nicht an. Der wird das ja gesehen haben. Logischerweise, dass er schneller ist. Also vielleicht ist er ein bisschen geduldig. Über eine halbe Stunde hat man noch Zeit. Also guckt er sich vielleicht den Marken ein bisschen aus. Wo kann er vielleicht angreifen? Manchmal entdeckt man ja mal eine Schwachstelle vom Vordermann. Alleine Weber gibt Gas. Ist er schon vorbeigekommen? Na, noch nicht so ganz. 0,3 Sekunden ist er dran. Gehen wir doch mal drauf. Weil hier, glaube ich, gibt es jetzt keinen Angriff. Kurve 1. Ja, er kommt nicht vorbei. Natürlich sehr ärgerlich. Der Abstand dann zur nächsten Position ist ja auch schon fast 10 Sekunden. Mark Mikowiak jetzt hier die Linie nicht getroffen. Schon in der Rechtskurve eben. Jetzt die Schikane auch. Deswegen, ja gut, wird jetzt sowieso die Position gewinnen. Denn Mark geht hier in die Box rein. Könnte schon planmäßig sein. 36 Minuten. Wir gehen so langsam auf die Hälfte zu. Mal gucken, wie lange Benjamin draußen bleibt. Jetzt ist seine Aufgabe natürlich, hier schön gute Runden hinzulegen und quasi Vorsprung rauszufahren, damit er, wenn er aus der Box rauskommt, vor Mikowiak wieder rauskommt und nicht wieder dahinter festhängt. Also schauen wir mal. Auf der Karte sehen wir, dass er auf jeden Fall ein bisschen freie Fahrt hat. Sollte also Möglichkeiten haben,
da ein bisschen was an Zeit zu gewinnen. Wir sehen Eisen in der Box. Brandl geht damit vorbei. Chris Konrad hier am Audi dran. Ah, okay, Hoshi. Ja, wie gesagt, hier auf der Strecke, vor allem die linken Reifen werden richtig hart rangenommen. Also da gehen die Zeiten dann gerne mal runter. Wetter ändert sich nicht wirklich. Regen haben wir sowieso nicht zu erwarten. Aber die Temperaturen immer noch gleich geblieben. Denke mal nicht, dass man bei den Drücken ein bisschen was oder groß was ändern muss. Wir schauen mal wieder, schauen wir hin, gucken mal kurz hier hin. Lang und Langhorst. Haben wir hier BMW gegen Honda auf der 5 und 6. Machen wir da mal den Vergleich. Ja, da sehen wir Schröter auf der 4. Bisschen was verloren die letzten beiden Runden. Eine gute Sekunde insgesamt. Oh, ne, eine DT gab es für die Nummer 8, sehe ich gerade. Das war Mark Mikowiak. Also das war gar kein Boxenstopp. Das war eine DT tatsächlich. Das ist umso ärgerlicher. Umso besser natürlich. Wo ist er jetzt? Auf der 8. Position für den Benjamin. Denn die Position wird er, wenn er selber jetzt keine DT holt, natürlich gewinnen. Das Problem, wer hätte sich also von alleine erledigt. So, Chris Konrad und Gauci immer noch eine Sekunde jetzt auseinander. Aber von hinten Aaron Racer. Mal gucken, eine Sekunde war es eben. Jetzt sind schon wieder zwei. Dann haben wir Kmikowiak hinter Brandl, der auch noch nicht in der Box war. Ja, Kohlstädter auf der 25, hier hinten auch noch nicht in der Box gewesen. Der wird womöglich noch mal ein bisschen durchgereicht. Kai Moll auf der 26 ist nur 4 Sekunden weg. Katschan steht schon länger in der Box. Keser ebenso. Ja, ich weiß nicht, ob die noch weiterfahren, ob die sich teleportiert haben. Also Keser steht schon 10 Minuten, Katschan schon über 3 Minuten. Ja, könnte schon die ersten Verluste sein. Ich sehe 28 Autos. Sind, glaube ich, mit 29 gestartet. So, Platz 1, 2 waren wir jetzt schon ein, zwei Runden, glaube ich, nicht mehr drauf. Aber sehen auch, wir haben offenbar nicht allzu viel verpasst. Zumindest im Ergebnis sind sie noch in der gleichen Reihenfolge unterwegs. 10 Sekunden immer zu Chris Finn. Patrick Schröter, ja, gar nicht mal so weit weg. 2 Sekunden und dann das Duell hier zwischen dem Honda und dem BMW. Ah, ich sag ja, also Platz 3 könnte nochmal interessant werden. Platz 1 und 2 momentan, ja, in den Händen von Marc Wittmann und Steffen Rosse. Ist die Frage, wer wo ins Ziel kommt nachher. Wir gehen so langsam auf die Halbzeit zu und gehen mal zu Chris Konrad. Aaron Racer müsste hier vorbeigekommen sein. Wir schauen mal kurz 20 Sekunden zurück, wenn er mich hier mal lässt. Ah ja, hier sehen wir es nämlich, der Racer hier auf der Innenseite. Chris Konrad Außenseite, kleine Berührung, Eingang der Kurve. Nichts Wildes, würde ich mal behaupten. Ja, aber geht hier vorbei. Sehr schönes Überholmanöver. So, dann haben wir noch ein BMW, das ist aber keine Position. Und wir sehen links im Tower, wir sind noch in der Wiederholung. Jetzt geht es ins Live-Bild und wir sehen, dass Chris Konrad sich auf jeden Fall wehrt. Hier auf der Innenseite jetzt ein bisschen im Hintertreffen, aber dafür die Innenseite. Also mal sehen, wer hier später bremst, wer die Linie gut halten kann für die nächsten beiden Kurven. Chris Konrad jetzt wieder mit der Nase leicht vorne, jetzt die Außenseite, aber Kurve 3, wollte ich sagen, hätte er die Innenbahn, wird aber leicht getroffen hinten links. Beide drehen sich hier synchron weg. Jetzt muss Racer warten, dass Chris Konrad da mal wieder aus dem Weg fährt, dass er selber wieder auf die Strecke kann. Und damit haben wir ja die beiden Autos ja in der alten Reihenfolge wieder, Chris Konrad wo Aaron Racer, leider beide jetzt mit ein bisschen Schaden wahrscheinlich, waren aber auch noch nicht in der Box, muss man sagen. Also werden vielleicht 1, 2, 3 Sekunden länger stehen. Müssen wir mal schauen. Moin Track Focus und moin Delta. Oh, ey, mir tut mein Finger weh, ne? Irgendwie wächst da der Fingernagel rein. Das ist schon ganz rot und angeschwollen hier. So, was war es mal los? Nichts Besonderes. Hier, die Linie wird auch nicht überfahren, die durchgezogene. Darauf wird geachtet auf jeden Fall. So, was ist Quakunkel los? Der auf der 8. Position unterwegs ist, ist an Leinweber dran. Mal gespannt, wann hier alle in der Box gewesen sind. Dann können wir mal gucken, ob Kunkel schon wieder ein bisschen weiter nach vorne gekommen ist. Aktuell ja immerhin wieder in den Top 10 unterwegs. Ist hier dabei, den Honda vielleicht sich zu schnappen. Marc Wittmann übrigens in der Box jetzt. Damit Steffen Rosse erstmal auf der 1. Position. Ja, vielleicht kann er da jetzt ein, zwei gute Runden hinlegen.
dass er dann nach seinem Boxenstopp vor Wittmann bleibt. Das müssen wir natürlich gleich beobachten. Ja, genau richtig. Wobei die Anzeige manchmal auch spinnt, also muss nicht unbedingt tatsächlich was sein. Wir haben es ja eben gesehen, Boxen Ausfahrt wird auch immer gelb angezeigt, weil man da halt ein bisschen langsamer ist als auf der Rennlinie. Also muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Wir gehen mal zu Mehmet Suna, den haben wir auch schon lange nicht gesehen. Der musste auch schon sehr früh in die Box gehen, musste auch gut reparieren anscheinend. War ja da in der Startkollision verwickelt. Ist 0,4 Sekunden an Christian Brandl dran. Der war schon auch schon in der Box. Also hier geht es tatsächlich momentan um die 18. Position. Und was habe ich da gerade gesehen? Paranoia Pete, danke für dein Raid. Ich weiß nicht, bist du heute gefahren? Ich hoffe, lief gut dann, wenigstens. Und natürlich herzlich willkommen alle, die rübergekommen sind. Torrent TV und der Hoshi und Cardoro. Und irgendwas mit Early wahrscheinlich heißt das. Achso, nur trainiert, okay. So, Suna hat sich den Brandl geschnappt, während ich hier gerade mit dem Chat geredet habe. Ihr habt sie auch nicht gesehen im Bild. Damit auf der 18, 5 Sekunden zur nächsten Position. So, und ich wollte gerade gucken, genau, Steffen Rosse ist jetzt reingefahren. Und wie gesagt, wir müssen gucken. Wittmann, wo ist er denn? Auf der 12. Position unterwegs. Kameramann, hallo? Ah ja. Gucken wir mal, er ist jetzt hier, ja, auf der, ich nenne sie jetzt mal Gegengeraden, auf der zweitlängsten Geraden auf der Strecke, mal sehen, ja, wer sich vorne halten kann, eben waren die eine gute Sekunde auseinander, also ein guter Boxenstopp wäre nicht schlecht, ich sehe aber Wittmann stand nochmal ein bisschen länger als gewöhnlich, weiß nicht warum, könnte also sein, dass er, Anführungsstrichen, nur Platz 2 gleich sein wird. So, Steffen Rosse müsste auch bald wieder losfahren. Ja, Chris Wenn haben wir damit erstmal hier ganz vorne. Kann mal ein bisschen Polluft schnuppern. Er wird selber wissen, das wird nicht unbedingt reichen, um nach ganz vorne zu kommen. Außer Rosse steht auch nochmal ein bisschen länger. Patrick Schröter folgt ihm weiterhin auf Schritt und Tritt. So, wo ist er, der Rosse? Da ist er jetzt. Gehen wir kurz in die Helicam. Da rechts sehen wir den weißen Ferrari. Da kommt er jetzt angeheizt. Hat ein bisschen mehr Geschwindigkeit, aber ich glaube, das reicht trotzdem nicht. Aber trotzdem eine sehr, sehr enge Nummer. Steffen Rosse stand selber auch ein bisschen länger. Ziemlich genau so wie Wittmann. Aber reicht tatsächlich, um genau vor ihm rauszukommen. Also hier durch den Boxenstopp vorbeigekommen. Aber der Abstand nicht deutlich größer, wie ich das vermutet hätte. Weil normalerweise hätte er jetzt 7-8 Sekunden Vorsprung bei einem normalen Boxenstopp. Ja, was das Problem ist natürlich jetzt. Marc Wittmann ist schon, ich weiß nicht, ein oder zwei Runden früher drin gewesen. Das heißt, sein Reifendruck sollte ein bisschen besser schon passen. Hat dementsprechend ein bisschen Grip. Somit kann er hier wahrscheinlich schon mal richtig Druck aufbauen. Rosse muss dafür aufpassen, dass er nicht jetzt hier schon ein bisschen rumrutscht. Mit den noch kalten Reifen, weil dann sind die schon mal gleich dahin für die letzte halbe Stunde. Und dann, ja, bringt ihm eine gute Pace auch nichts. Weil das Auto macht dann nicht so ganz mit und der Ferrari könnte vorbeigehen. Der jetzt ein bisschen off-track geht da hinten. Also eine sehr, sehr spannende Sache. Wir gucken aber mal ganz kurz hier hin. Immer noch Lang Horst und Lang, die beide bereits in der Box waren. Ja, auch ein bisschen länger gestanden als angedacht. Oder weiß ich nicht. Ein guter Boxenstopp wird hier so mit 32, 31 Sekunden immer angezeigt. Die beiden waren jetzt 36, 37 Sekunden beim Boxenstopp. Also haben gestanden. Aber ich denke mal, dass sie alle Reifen gewechselt haben dürften. Gehe ich mal von aus. So, was haben wir hier? Achso, Boxenstopp. Ja, Verkehr ist natürlich auch nochmal eine Sache, je nachdem, wo man hier rauskommt. Aber wir sehen auf der Karte, ist es doch relativ gut verteilt. Also ein paar Lücken gibt es auf der Strecke. 28 Teams haben wir noch auf der Strecke. Wobei wir, glaube ich, nur 26 noch aktiv am Fahren haben. Chris Finn haben wir auf der 8. Position, kommt gerade aus der Box. Da ist nämlich der Zweikampf, wo er sich mal gleich einmischen kann hier. Setze ich mal auf die Innenseite vom BMW. Das würde ihm jetzt gar nicht gefallen, dem Lang, dass da einer aus der Box kommt. War hier dabei, vielleicht den Langhorst anzugreifen. Und jetzt hat er hier einen Honda vor sich, also noch einen Honda, muss man sagen. Der, wie gesagt, ja auch jetzt kalte Reifen haben dürfte. Dafür hat Matthias Lang, der war ja schon in der Box, genau. Frische Reifen, oder nicht ganz frischere Reifen, aber welche, die schon im Betriebsfenster sind.
Ja, jetzt muss er erstmal hier vorbeikommen. Also hier haben wir ein schönes Dreierpäckchen. Wir gucken mal bei den beiden. Die 1 und 2 hier ein bisschen im Verkehr. Hier ist nämlich der Simon Jovi, der weiße Aston Martin. Auf der, wo ist er jetzt? Auf der jetzt 21. Position. Er selber ist an Kmikowiak dran. Das ist hier der BMW unten. So, Ferrari kommt auch noch vorbei. Also hier treffen zwei Zweikämpfer aufeinander. Also das ist auf jeden Fall ein interessantes Rennen hier für die Piloten. Zumindest für den einen oder anderen. Ich guck mal gerade, Boxenstopp sind schon fast alle durch. Christian Bade auf der 7 muss noch rein. Patrick Schröter jetzt auf der 1 aktuell. Und Chris Conrad auf der 3 muss noch rein. Und Mark Mikowiak, glaube ich, auch. Der war ja nur zur DT einmal drin. Aber haben wir schon fast ein Boxenstopp bereinigtes Feld. So, Chris Conrad. Genau, Leine Weber steht ja drin. Das dürfte jetzt nicht so schwer sein, da vorbeizugehen. Also, Rosse Wittmann, 3-4 jetzt aktuell, ist interessant. Und mal gucken, was jetzt hier so geht. Der Langhorst, der hat jetzt ein bisschen Luft nach hinten bekommen. Das ist ihm natürlich ganz recht gewesen, dass der Markenkollege da gerade aus der Box kam und dem BMW so ja, ein bisschen die Tour versaut hat, kann man vielleicht sagen. Hat jetzt, wie gesagt, ein bisschen Luft nach hinten, 10 Sekunden nach vorne zu den ersten beiden. Mal gucken, wann jetzt Schröter und Conrad reingehen. Wir sehen, Kmikowiak, Kleinweber, Buddy sind jetzt drin. Auf 19 und 11 jetzt aktuell platziert. Gucken wir mal kurz beim Aston rein. 1,8 Sekunden jetzt zum Ralf. Zum Teamkollegen sogar. Ja, hätte man sich an der Livery, an den Farben schon fast denken können. Hier in Weiß und Gelb gehalten. So, Kunkel. Der ist jetzt auf der 11 unterwegs. Patrick Schröter in der Box. Damit fehlt nur noch Chris Conrad. Ja, er selber ist jetzt hier an Hofmann dran. Also Punkte wird er heute mitnehmen, denke ich mal. Ist die Frage, wie viel? Jede Position bedeutet mal mindestens ein Punkt mehr. Zwei beziehungsweise vorne sind es ja 3 Punkte Unterschied jeweils. So, jetzt geht er hier vorbei an Hofmann auf der Innenseite, Kurve 4, ohne größere Probleme. Und das gibt mir kurz Gelegenheit, Danke zu sagen für die Follows, Subway, Nyplux und Amoruk. Am Anfang des Rennens, glaube ich, war das sogar. Vielen, vielen Dank. Und damit gehen wir wieder zu Lang, der hinter Chris Finn steckt. Ja, da sehen wir es, 6 und 7 aktuell. Beziehungsweise, ja, dürften jetzt eine Position gewinnen. Patrick Schröter gerade in der Box. Also haben wir hier 5 und 6 im Bild. So, jetzt gucken wir mal. Die beiden haben jetzt so ein bisschen Luft um sich rum, können sich also wieder aufeinander konzentrieren. Und Marc Wittmann ja, bleibt hier auf jeden Fall locker dran. Steffen Rosse dürfte jetzt so langsam seine Pace fahren können mit den Reifen. Gucken wir mal, 23 Minuten sind noch auf der Uhr. Gucken kurz bei Finn und Lang rein. Da ist aber nichts passiert. Ist nur ein Anzeigefehler. Also die beiden Duelle gerade sehr interessant. Mal gucken, wo Chris Conrad nachher rauskommt, der noch in die Box muss. Vielleicht sehen wir ihn ja auch nochmal in einem Zweikampf. Der war ja hier da auch involviert, muss man sagen. So, auf der 19 haben wir den Bernd Petersen, der einzige aktive Porsche hier. 2,6 Sekunden hinter dem BMW von Jung König. So, Kunkel Hofmann, den gewinnt jetzt. Leinweber immer noch in der Box. Müsste aber bald losfahren, hoffe ich mal. Ja, ein paar Sekündchen noch. So, jetzt gucken wir Marc Wittmann. Ja, schon der erste Angriff. Und da gibt es die Kollision zwischen 1 und 2. Und Rosse, ja, wird da gedreht. Wittmann wartet hier, weiß er selber. Oder scheint so zu sein, dass er die Schuld bei sich sieht. Wir gucken mal in die Wiederholung von oben nochmal rein. Oh, gab noch eine SG30 sehe ich gerade. Gucke ich gleich, wer das war. Ja, hier auf der Innenseite. Ja, da war er zu spät. Da war der Honda schon dabei einzulenken. Dreht ihn hier. Und wir sehen es inzwischen im Tower links, dass er ihn auf jeden Fall wieder vorbeigelassen hat hier. Da sehen wir es. So, jetzt gucke ich mal. Die Drive-Thru von der 8 hatten wir. Die 18 und die 91 hatten eine SG30. 18 und 91. Wo sind sie denn? Ah, Kai Moll. Nee, Quatsch. Christian Brandl auf der 23 ist die 91. Der hat eine SG30. Bernd Rossi immer noch auf der 1 fährt. Und die 18 hatte ich gesagt. Ist die noch drauf? Ich finde die 18 nicht. Scheint nicht mehr drauf zu sein.
Und die 492 hat sich auch noch eine SG30 geholt. Das war der Benjamin Leinweber. Ach du meine Güte. Ah, schade. Ja, da hatte ich es vorhin erwähnt, wenn er sich keine Strafe holt, gewinnt er eine Position. Jetzt wird er sie wahrscheinlich wieder verloren haben. Denn das andere war eine DT und die 97 hat auch noch eine SG30 sich geholt. Das ist Kai Moll. Ja, habe ich ihn gerade erwähnt. Da hatte er keine Strafe, jetzt hatte er eine. So, Kunkke jetzt mit der schnellsten Runde. Auf der 9. Position liegend. Also, in Anführungsstrichen nur noch 7 Positionen. Hinter der er gestartet ist. Aber wir sehen die Abstände. Das dürfte schwierig werden, noch deutlich nach vorne zu kommen. 20 Sekunden, dann nochmal 15 Sekunden. So, wann kommt Chris Conrad rein? Sehr, sehr lange draußen, muss man sagen. Der wird also die frischesten Reifen auf jeden Fall haben, wenn er wieder rauskommt. Vielleicht hilft ihm das ja in dem einen oder anderen Zweikampf. Müssen wir mal schauen. Jetzt schauen wir erstmal wieder auf die 1 und 2. Ja, Patrick Schröter, hier der Teamkollege von Rosse. 3,6 Sekunden dahinter. Der bringt auch nochmal den nächsten Teamkollegen mit. Also die grünen Hondas sind hier sehr, sehr präsent in den Top 10. Dann haben wir Chris Finn auf der 6. Position, verfolgt von dem BMW von Matthias Lang. So, kommen wir kurz bei Simon Jovi rein. Am BMW ist langsam dran. Von hinten kommt noch ein Honda. Ist aber keine Position. Das müsste eine Überrundung sein. Und dann haben wir hier noch einen Dreier gespannt. Suna, Buddy und Schäfer. 14, 15, 16. Oh, das ist aber auch dann ja richtig heißes Duell hier. Denn, wie gesagt, Position 15 gibt es noch einen Punkt. Platz 16 geht leer aus. Also da wird man sehr dran interessiert sein, hier den einen oder anderen nochmal zu überholen und noch in die Punkte zu fahren. Der Ralf Schäfer geht, wie gesagt, momentan leer aus auf der 16. Ist hier aber ein Christian Buddy dran. Fahren wir mal mit. Während wir natürlich im Auge behalten, was Rosse und Wittmann vorne machen. Und natürlich auch was 5 und 6 und 7 so veranstaltet. So, hier in der Endkurve gab es keinen Angriff. So, 19 Minuten noch, also ein Drittel des Rennens haben wir noch vor uns. Ja, 3-4 Kollisionen haben wir auf jeden Fall gesehen. Zum Teil, ja, ist auch einer mal durchgeschossen, hat aber keinen getroffen. Wir erinnern uns an Rosse Kurve 1 gleich. Da ging es zumindest mal gut. Ja, damit müssten wir so 25 aktive Fahrer noch haben. Also ein bisschen Ausschuss haben wir leider heute. Aber immer noch sehr viele Autos, die hier ohne Punkte nach Hause fahren werden. Aber ist die Frage, wer? Buddy hat hier momentan einen Punkt inne. Mehmet Suna, glaube ich, zwei. Vielleicht tauschen die jetzt, ja. Mal sehen. Kurve 1 auf jeden Fall noch nicht. Gucken wir kurz hier. Da tut sich nicht viel. Rosse, Wittmann. Ja, fahren hier munter hintereinander her. So wie Rosse da rangekommen ist vorhin, vor dem Boxenstopp, kann er aber nicht wegfahren tatsächlich. Weiß nicht, woran es genau liegt. Vielleicht liegt es tatsächlich nur am Windschatten, dass der Ferrari hier immer schön dranbleiben kann. Ja, Osche, könntest du recht haben. Umso länger das Rennen geht, desto später man reingeht, desto weniger lohnt es sich natürlich nochmal Reifen zu wechseln. Mal gucken, ob sich das lohnt. 5 Sekunden spart man sich dann natürlich. Aber, na, ich weiß nicht. Auf den meisten Strecken, glaube ich, ist es gar nicht verkehrt, die Reifen zu wechseln. Ich weiß nicht, vielleicht Monza fährt man viel geradeaus. Da lohnt sich vielleicht nicht unbedingt. Und der Aston Martin hinten, Simon Jovi, ist hier am BMW dran, der hier Kurve 4 etwas, ja, eine weite Linie fährt und damit keine große Chance hat, sich zu verteidigen, ordnet sich hier hinter dem Aston Martin ein. Und damit haben wir den Platztausch zwischen den beiden Teamkollegen hier. Spielt vielleicht auch noch mal ein bisschen rein. Gibt ja auch noch eine Teamwertung. Dass man sich hier nicht gegenseitig abschießt. Und Wittmann Rossan gerade vorne getauscht. War ja wieder klar, dass sie das machen, wenn wir nicht dabei sind. Aber wir können mal in die Wiederholung gehen und sehen, hier noch Rosse auf der 1, der hier bei der Anfahrt ein bisschen aufs Gras kommt. Zum Glück verliert er das Auto nicht, muss natürlich ein bisschen langsam machen. Und Wittmann lässt sich natürlich da nicht bitten und geht hier vorbei. 25 Sekunden, ja. Ja, damit haben wir den Führungswechsel also hier vorne. Also Boxenstopp bereinigt natürlich. Konrad müssen wir da vorne nochmal ausklammern. Moin, Nexus. Und mal sehen, wie sich der Abstand jetzt entwickelt. 1,8 Sekunden sind es aktuell. Gibt uns natürlich die Möglichkeit, nochmal hier zu gucken auf den letzten Positionen. Mehmet Suna jetzt in die Box reingefahren. 97 hatte noch
Die 68 hat jetzt noch eine SG30 sich abgeholt. Das ist mal mit Suna, ja. Ach du ein. Ja, also vom Start aus gerechnet hat er jetzt nicht viel verloren. Eine Position ist er ja nach vorne gegangen. Aber natürlich eine SG30. Eine Dry-Through war das, sorry, nicht SG30. Dry-Through tut natürlich trotzdem ein bisschen weh. Ja, wir haben tatsächlich doch einige Strafen. 6 Stück sehe ich hier. Und Leinweber jetzt, der auch schon eine Strafe hatte, glaube ich. 492. Ja, eine Stop-and-Go war es ja sogar. Der ist jetzt hier hinter Mehmet Suna auf der 19. Da geht es zwar noch nicht um Punkte, aber um die Ehre auf jeden Fall. Und Mikowiak hat sich hier wieder am Teamkollegen vorbeigeschummelt. Wir sehen hier den BMW wieder vor dem Aston Martin. Und ja, den hatten wir heute doch gar nicht so viel im Stream, muss man sagen. Der stand ja hier rechts am Anfang. Erste Runde in der Wand, mehr oder weniger im Kies auf jeden Fall. Der Lexus von Patrick Plöger. Dementsprechend auch gut nach hinten gefallen. 7 Positionen insgesamt. 2 Positionen hat er direkt vor sich. Mal sehen, was da noch so geht. Danach hat man 10 Sekunden Abstand. Wird also etwas schwierig. Chris Konrad müsste jetzt aus der Box rauskommen. Auf der 12. Mark Mikowiak geht jetzt hier gerade doch vorbei. Aaron Racer, mit dem war ja schon im Zweikampf vorhin. Ist zumindest mal vor ihm geblieben. Das ist also gut. Und was ist hier für eine Gruppe? Oh, gehen wir mal in die Helicam ein bisschen durcheinander. Wir sehen es hier. Schröter jetzt an Rosse vorbeigekommen. Schröter an Rosse vorbei. Also, ja, wieder ein Honda, aber ein anderer Name auf der 2. Rosse, das war der Teamkollege, war ja eigentlich auf der 2. Position. Und Chris Finn ist direkt dahinter, der jetzt hier gerade, glaube ich, überrundet ist das, ja. Und Langhorst ist noch dahinter, eine Sekunde. Ja, also wird es hier irgendwie doch gerade ein bisschen spannender vorne als gedacht. Zumindest mal in Position 2 wird man halt jetzt wieder 5 Sekunden Vorsprung, so wie nach den ersten paar Runden hier. In der untersten Liga, ja, das ist die unterste Liga. Gibt ja nur 2 Splits. Ja, musst du mal hier Ausrufezeichen RE machen. Jetzt weiß ich nicht, ob man, zumindest als Gaststarter müsste man noch mitfahren können, wenn ich es richtig im Kopf habe. Musste da mal gucken und nachfragen. Ja, also wie gesagt, 2, 3, 4, 5 haben wir damit 1 bis 2 Sekunden Abständen, aber auch im Mittelfeld. Ja, haben wir noch einige Zweikämpfe. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Immer schön in Zweierpärchen unterwegs. 20, 21, 22. Also Platz ist eigentlich, glaube ich, immer in den Rennen. Sagen immer doch ein paar ab. Ja, also hier der Lexus jagt, wie gesagt, das Team von R&M Racing. Mal sehen, was da so geht. 0,4 Sekunden der Abstand. Aber ich würde sagen, wir gehen ein bisschen nach vorne. Schauen mal, was da so geht. Die ganze Honda-Meute hier hinter dem Ferrari. Apropos Ferrari. Kunkel 16 Sekunden am Platz 7 dran. Hat die schnellste Runde immer noch. 44,167, falls es einen interessiert. Vorne werden gerade, ja, schwierig zu sagen, weil da gerade ein paar Zweikämpfe waren, 44,45er Zeiten gefahren. Das findet sogar die Bestzeit mit einer 45,000. Also eine Punktlandung da. Ja, aber die fetten Punkte sind da noch nicht ganz vergeben. Und Aaron Racer jetzt an Chris Konrad dran. Ja, mal sehen, ob Chris Konrad sich hier halten kann. Die ersten paar Punkte, wie gesagt, stehen hier ins Haus. Wir sehen aber Racer hier auf der Innenseite. Kann auf jeden Fall die Innenseite für sich beanspruchen. Chris Konrad muss ein bisschen die Lenkung öffnen. Oder eine weite Linie zumindest fahren. Ja, und das hat zur Folge, dass er die Position verliert. Gute Nachricht für ihn. 14 Sekunden nach hinten. Da gehen wir nämlich gerade hin. Die sind nämlich auch schwer, fast im Zweikampf. Schäfer und Buddy haben wir hier. Buddy gerade mit einem kleinen Quersteher hier am Ausgang. Der hat aber 13 Positionen gewonnen. Und das Boxenstopp bereinigt. Also das Rennen, ja, Qualifying lief anscheinend nicht gut, aber das Rennen lief für ihn dafür umso besser. Und Chris Konrad schon wieder vorbeigegangen. Anfahrt hier zur Linkskurve. Gibt's da den Switchback vom Racer? Ja, nee, geht nicht daneben. Besser ist das. Wie gesagt, sonst dreht man den Vordermann gerne mal. Ah, die beiden BMWs hier kämpfen noch mal ein paar Pünktchen. Und dahinter haben wir auch noch mal den Zweikampf. So, hoffen wir mal, dass das die letzten Strafen waren jetzt. Wie gesagt, 6, 7 Strafen haben wir tatsächlich gesehen. Aber es gibt hier auch so ein paar Stellen, da holt man sich gerne mal einen Cut. Aber die SG30s dürften ja eher durch zu schnelles Fahren in die Box gewesen sein. Und davon haben wir 4 Stück gehabt. So, Aaron Racer, jetzt hier aus dem Windschatten auf die Innenseite. Gucken wir mal, ob Chris Konrad außen gegenhalten kann, außen gegenhalten möchte. Möchte auf jeden Fall, kann er nicht so ganz, würde ich sagen. Ja, nee, muss dahinter gehen.
Ja, also hier zwei, dreimal jetzt die Position gewechselt. Innerhalb von wenigen Runden. Sehr, sehr schönes Duell. Moin, Gunny Powder. Und damit gehen wir jetzt wieder hier Richtung Podium. Gucken uns jetzt hier gerade Platz 4 an. Gehen vielleicht mal wieder auf die Motorhaubenansicht und schauen mal, ja, welcher der Hondas jetzt hier noch aufs Podium kommt. 0,4 Sekunden ist er dran. Langhorst dahinter, 3. Ah, wir sehen es auch im Rückspiegel. Relativ klein. Hat da ein bisschen Luft. Ja, Wittmann vorne jetzt 7 Sekunden weg. Läuft gut für ihn jetzt wieder. Ah, Heckperspektive mal. So, ich gucke mal hinten. Plöger auf der 22, der Lexus. Immer noch an den beiden Teamkollegen dran. 0,4 Sekunden. Hat er auch noch keinen Weg vorbeigefunden. Aber da hinten sehen wir einen richtig schönen Markenmix, muss man sagen. Also kaum zwei Marken, die direkt hintereinander fahren, zumindest mal. Hier vorne sieht das ein bisschen eintöniger aus. Also ein Ferrari führt hier an und dahinter, wie gesagt, prügeln sich hier mindestens mal, ja, 3, 4 Hondas. Ja, momentens 3 und noch 2 Podiumspositionen. Ah, Longhorst kann nicht so ganz mithalten, habe ich den Eindruck. 3 Sekunden ist er jetzt dahinter. Mal gucken. Mit Matthias Lang hat er ja auch schon mal ein bisschen Bekanntschaft gemacht hier mit dem fast Namensvetter, muss man sagen. Dahinter haben wir eine ganz große Lücke. So, Mittelfeld. Ja, sind die Abstände jetzt auch wieder ein bisschen größer geworden. Also die Vorderleute in jedem Duell sind offenbar vom Hintermann weggefahren. Damit können wir ganz beruhigt hier wieder auf Chris Finn gehen. Ja, der ist auf seiner Startposition geblieben. Gucken wir mal Barosse rein, auch auf seiner Startposition. Ja, Patrick Schröter mit 6. Von der 8 auf die aktuell 2 zumindest. Ich denke, da wird er sehr zufrieden sein. Wittmann, ja, von der 1 momentan auf der 1. Schön viele Hondas, ja. Allerdings muss man sagen. Achso, ich muss mal was trinken zwischenzeitlich hier. So, mich auch wieder entmuten, nicht, dass ich wieder rede und keiner hört was. Ja, also hier vorne bahnt sich das Duell zwischen 3 und 4 vor allem an. Schröter ist natürlich da der Profiteur. Da hilft ihm der Teamkollege sozusagen ein bisschen, auf jeden Fall Position 2 zu holen. Vielleicht wird sogar Position 3. Oder? Ja, 2, 3, genau. Also hätten wir zweimal eher S-Sim Racing auf dem Podium. Macht sich gut in der Teamwertung auf jeden Fall. So, im Mittelfeld sehen wir hier und da auch wieder ein paar orangene Zahlen. Wir gucken vielleicht mal kurz beim Lexus rein. Ah, der BMW, der ist doch ganz gut weggekommen anscheinend, der Kmikowiak. Der ist jetzt hier gerade, glaube ich, den McLaren vorbei, der ihn überrundet. Aber hat sich hier vom Teamkollegen im Aston Martin leicht absetzen können. Der Lexus, wie gesagt, dahinter. So, was machen die beiden? Ja, die Sonne steht auch schon relativ tief. 7 Uhr abends haben wir jetzt nämlich. Kann auch mal ein bisschen unangenehm werden. So, da vorne gibt es, glaube ich, die nächste Überrundung. Ein BMW sehen wir da vorne. Ja, mal sehen, ob die hier alle am BMW auf der Geraden vorbeikommen. Überrundung, ja, spielt natürlich auch immer so ein bisschen eine Rolle. Manche haben da ein bisschen mehr Glück, manchmal haben manche auch Leute ein bisschen Pech, da man die an einer schlechten Stelle erwischt und den Schwung verliert. Aber ich glaube, die beiden haben gerade ganz andere Probleme oder Aufgaben vielmehr. Wir sehen auf jeden Fall, dass Rosse hier auf der Innenseite, der grüne Honda, der zweite. Oh, kriegt von gerade mal richtig einen mit hier von Finn. Ja, hoffen wir mal, dass Rosse jetzt nicht allzu sehr Heckschaden hat und das Heck nicht zu locker sitzt. Weil sonst hat Chris Finn da relativ leichtes Spiel und Matthias Lang ist hier an Langhorst wieder dran. Die haben wir ja vor, keine Ahnung wie viele Minuten, vor dem Boxenstopp war das, glaube ich, sogar im Zweikampf gesehen. Ja, 5 und 6, hier gibt es auch noch ordentlich Punkte. Weiß gerade gar nicht, wie viele, müsste ich nachgucken. Aber auf jeden Fall, ja, lohnt sich hier auf jeden Fall in den Top 10 zu fahren. Buddy an Schäfer 1,6 Sekunden dran, das sind ja die letzten beiden, die noch Punkte bekommen. So, die auch ein bisschen näher zusammengerückt. Der BMW nur noch 1,5 Sekunden Vorsprung. So, geht langsam die Schlussphase rein. 6,5 Minuten noch.
paar Ründchen haben wir also noch vor uns. Und hier stehen noch einiges an Entscheidungen an, hier auf der Geraden oder ja, in der Linkskurve ist gerade richtig Verkehr, muss man sagen. Auch schon einiges an Überrundungen. Natürlich hier den SG30 vor allem geschuldet. Das kostet natürlich super viel Zeit. Ich weiß gar nicht, wie viel genau, aber dürfte ja eine gute Minute sein, würde ich mal fast schätzen. Und ja, das ist ja mehr als eine halbe Runde hier. Na, dass ich ja seinen Schaden zahlen muss, ja. Ja, wir haben noch ein Duell, auch wenn das hier gerade sehr spannend ist. Oh, was haben wir jetzt? Gelb, vielleicht was ist hier vorne passiert. Hier mit Petersen kollidiert den Porsche. Das dürfte aber eine Überrundung gewesen sein dann. Wir gehen bei Rosse drauf. Schau mal, so, da vorne ist der Porsche. Oh, ich habe es eben schon angeteasert. Überrundungen können auch mal schwierig laufen. Oh, da trifft er den Porsche und ja, schiebt ihn vor sich her, fährt da durch. Kommt hier auf die Strecke, BMW kann durch, die anderen beiden, oh, und der Lang müsste das, glaube ich, gewesen sein, geht da durch beide durch, oder zwischen den beiden vielmehr. Und hat Langhorst auch überholt jetzt inzwischen, also Langhorst nur noch auf der fünften Position. Aber richtig tricky die Situation und hier wollte ich eigentlich eben hin zu Gauchin Kmikowiak. Kmikowiak hat sich hier die Position jetzt geschnappt, ich denke mal auf der Innenseite ist er hier irgendwo vorbeigekommen, genau, an der 534. Schönes Überholmanöver ohne große Kontakte. Also Kmikowiak jetzt in die Top 10 gefahren. Von der 12 gestartet. Ho, ho, ho. Nicht ho, ho, ho. Weihnachten ist ja nicht ganz. Oh nein, und Langhorst jetzt mit einem Quersteher hier. Oh, nochmal ein Quersteher. Steht jetzt genau auf der Ideallinie. Na, nicht ganz. Jetzt ein bisschen off-track, Gott sei Dank. Ah, ganz, ganz blöde Runde für ihn. Da hinten steht noch Kohlschütter. Auf der 25. Position der BMW, der jetzt wieder auf die Strecke kommt. Und dahinter der McLaren muss da ausweichen, geht hier geradeaus. Das ist der Wasmer, müsste das sein. Ja, der Wasmer ist das hier. Ja, ging nochmal gut. Geht noch an Langhorst vorbei. Auch wenn auf etwas unorthodoxem Wege. Uiuiui. Auch nochmal spannende 1,5 Runden eben hier. Ja, aber dadurch hat sich natürlich da vorne jetzt wieder aufgelockert. Damit gucken wir mal ganz kurz, ob Matthias Gauschi sich die Position wiederholen kann. Oder ob Marc Kmikowiak da jetzt... Kmikowiak, Gott, wegfahren kann. Freddy, danke für dein Follow. Na, schade. Ich hätte mir da vorne so ein schönes Grüppchen gewünscht. Bis zum Ende, bis zur Zielgeraden, Ziellinie. Ein Kampf ums Podium. So einer fährt in die Box, der Kai Moll. Wollen wir hoffen, dass er sich da nicht noch eine Strafe irgendwo geholt hat. So, was bei Gauchi schon wieder los? Oh nein. Oh, schon wieder ein Dreher hier. Also nicht von ihm, aber insgesamt schon wieder ein Dreher. Ich behaupte fast, dass das ein Fahrfehler war. Ah, auch hier. Das haben wir vorhin bei, weiß gar nicht, war das auch Schröter gesehen. Ah, verliert hier das Auto leider. Ja, Aaron Racer und Chris Conrad, den sehen wir hier direkt davor, sind vorbeigegangen. Chris Conrad konnte dem Aaron Racer auch keine Paroli bieten. Da sehen wir den Abstand schon bei, wo ist es da? 8 Sekunden. Also da ist der Pace-Unterschied dann doch recht groß. So, Buddy immer noch auf der 15, immer noch an Schäfer dran. Der hat den McLaren schon sehr, sehr viele Runden vor seinem, vor seiner Haube. Abstand nach hinten, aber auch sehr schön groß. Also, ja, sein Ziel wird jetzt auch sein, den McLaren zu überholen. Viel mehr wird dann nicht mehr gehen. Ja, Wittmann auf der 1. Der hat da gar nicht so viel mitbekommen, direkt zumindest. Auf jeden Fall ein großer Profiteur. Zwischenzeitlich mal die Position abgegeben, ganz vorne, aber jetzt wieder ganz gut unterwegs. Patrick Schröter auf der 2. Ja, Chris Finn hier aufs Podium nach vorne gerutscht, während Gauchi sich den Konrad jetzt noch geschnappt hat. Auf der Stadt-Zielgeraden Richtung T1. Ja, kann die Position auf jeden Fall erstmal behaupten. Gucken, ob Chris Conrad nochmal einen Gegenangriff macht. Buddy jetzt aber vorbeigekommen. Deswegen gehen wir da kurz hin. Schäfer, jetzt sehen wir da den McLaren. Ah, ist hier irgendwo weit gegangen. Irgendwie hat er sich anscheinend T1 vertan. Und Christian Buddy hat die Position geschenkt bekommen. Damit auf der 14 unterwegs. Und geht jetzt selber leider weit und verliert jetzt wiederum die Position. Also damit hat sich ja nichts getan. Wieder gleiche Reihenfolge hier. So kann es gehen. So, wo gehen wir hin? Gucken wir mal, was macht der Benjamin. Der Leinweber, jungen König, dran 0,8 Sekunden. Ah, vielleicht geht es ja nochmal eine Position nach vorne. Für Punkte sieht es für beide schlecht aus, wenn nicht vorne noch einer ausfällt, weil die Punkte sind eine halbe Minute nicht ganz weg.
Während Kohlschütter Ausgang der letzten Kurve irgendwo steht. Gucken wir mal kurz drauf. Ah, scheint Schaden zu haben. Vielleicht lag es daran, dass er da ein bisschen rausgekommen ist, wenn die Aerodynamik ja vielleicht nicht mehr ganz da ist. Dann ja, macht es nicht so Spaß, die schnellen Kurven zu fahren. So, ja, da glaube ich versucht anzugreifen oder ja, geht ein bisschen off-track hier in den Dreck rein. Zum Glück verliert er das Auto nicht. Ein paar Zehntel hat er natürlich jetzt federn lassen müssen zum Jungkönig. So, 50 Sekunden. Wo ist der Erste? Müsste gerade letzte Kurve sein, so gut wie zumindest. Das heißt, wir gehen jetzt in die letzte Runde rein. Wir haben gleich 33 Runden absolviert. Also 34 Runden wird das Rennen dann hier gehen. So, da geht es in die letzte Runde rein. Patrick Schröter muss jetzt noch die letzten Kilometer überstehen. Chris für 1,3 Sekunden dran. Wir gucken mal die letzten Runden an. Ja, hat da gut was gewonnen, wenn ich das richtig sehe. Ja, Chris Finn, halbe Minute, wollte ich schon wieder sagen. Halbe Sekunde, eine Zehntel, zwei Zehntel geholt. Letzten drei Runden insgesamt 8 Zehntel. Ah, könnte aber trotzdem nicht unbedingt reichen. Jungkönig und Leinweber jetzt hier Side by Side auf der Startzielgeraden. Und immer fragen wir uns, ja, wer zieht hier zurück? Der Honda mit der Nase gut vorne, kann hier sogar als erstes in die Kurve einbiegen. Leinweber also auf der 16, Jungkönig auf der 17. Ja, ändert nicht so viel, Punkte holt man da ja nicht, wie gesagt. Aber hier geht es nochmal um Punkte. Hier haben wir nämlich Langhorst an Wasma dran. Ja, Kunkel hat auch gut aufgeholt, 8 Sekunden ist er dahinter. Ist, glaube ich, gut rangekommen die letzte Zeit, würde ich fast behaupten. Aber ja, wird nicht so zufrieden sein. Hat sich sicherlich das Podium ausgemalt. Wird heute leider nichts. Hat immerhin die schnellste Runde. Also einen Extrapunkt holt er sich wahrscheinlich. Denke mal nicht, dass noch einer jetzt was nachlegen wird. So, Plöger. Wo ist denn der Aston Martin? Jovi, der hat ein bisschen was verloren hier. Ein, zwei Positionen, glaube ich. Haben wir gar nicht gesehen, denn Christian Brandl ist davor. Plöger ist davor, der ja hinter dem Aston Martin vorhin war. So, DT für 16 und 97 gab es nochmal. Oh, das war der Kai Moll. Ich glaube, wir müssen nach vorne. Ja. Also, Marc Wittmann, mehr oder weniger Start-Ski-Sieg mit einer kleinen Pause auf der Pole-Position. War mal zwischenzeitlich auf der 2, aber holt sich hier die 30 Punkte und wird in der Gesamtwertung auch ja, richtig was gut machen auf den einen oder anderen. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Patrick Schröter ja, wird auch froh sein, dass das Rennen vorbei ist, denn Chris Finn jetzt nochmal gut rangekommen. Unter eine Sekunde inzwischen dran gewesen. Schröter auf der 2, Finn auf der 3. Matthias Lang, der ja nicht ganz das Podium oder aufs Podium geschafft hat auf der 4, hat aber die Hondas ein bisschen auseinanderziehen können. Dann haben wir hier Steffen Rosse auf der 5. Ja, der hätte auch um den Sieg kämpfen können. Hat leider nicht ganz funktioniert hier. Dann haben wir Nick Wasmer auf der 6. Ins Ziel, direkt dahinter Langhorst. Auch keine Zeit mehr gehabt, hier vorbeizugehen. Kunkel, bisschen Schadensbegrenzung betrieben. Hätte auch sicherlich vorne mitfahren können. Auf der 8. Position. Thorsten Hofmann, hier im McLaren. Gerade noch im letzten Abschnitt unterwegs. Weißen haben wir noch irgendwo Zweikämpfe. Mittelfeld sind auch schon einige jetzt übers Ziel. Ich denke, da können wir einfach mal hier jetzt bei der nächsten Position draufbleiben und die Autos ins Ziel begleiten. Einmal links, einmal rechts rum. Hat der Thorsten es auch geschafft. So, hier haben wir noch einen kleinen Verbremser, hätte ich was gesagt. Die Nummer 8 hier, Marc Mikowiak, hat es auch in die Top 10 geschafft. Von der 12 auf die 10. Ja, ein bisschen nach vorne. Besser als nichts, sage ich mal. Dann haben wir dahinter Aaron Racer. Der ist von der 18 gestartet. Kommt hier knapp hinter den Top 10 ins Ziel. Ein gutes Rennen für ihn. Matthias Gauci haben wir noch im Zweikampf gesehen. Auch hier 11 Positionen gewonnen. Sehr, sehr gutes Rennen. Ist in die Punkte gefahren. Chris Konrad leider verloren, aber holt sich hier ja, die ersten Punkte dieser Saison. Also, das ist doch schon mal eine gute Sache. Dann haben wir Ralf Schäfer im McLaren, der vor Chris Buddy ins Ziel kommt. Die beiden haben ja auch ein, zweimal Position getauscht. Das waren die letzten beiden, die noch jetzt hier im Rennen waren. Ja, 2, 3, 4 Autos haben wir leider verloren. Sehr schade, aber bleibt nicht aus. Und damit, ja, gehen wir mal ganz kurz ins Studio zurück. So, ups. So, mal zur Garage hier. Machen wir mal so. Zack. Puh, ja, was für ein Rennen. Hatten richtig Action, würde ich mal behaupten. Am Start, ja, gab es leider Kurve 4 relativ großen Crash. Da ist schon einige gleich erwischt. Die sind schon sehr früh rein.
Dementsprechend die Reifen am Ende wahrscheinlich auch nicht mehr optimal hier. Ja, ein paar Zweikämpfe haben wir gesehen. Vorne war es zwischenzeitlich, oder hatte sich angedeutet, dass es spannend wird mit den ganzen Hondas. Da ist dann leider bei der Überrundung auch gekracht. Auch nochmal ein bisschen was durcheinander gewürfelt. Aber hatten heute wieder alles dabei hier. Ja, Buddy, Glückwunsch. Nochmal in die Punkte gefahren. Und ich schaue mal gerade, genau, Monster haben wir dann nächste Woche. Das wird natürlich auch interessant, denke ich mal. Dann gucken wir uns dann an natürlich, ja, was sich in der Gesamtwertung getan hat. Wie gesagt, Hoshi fährt, der ist ja heute nicht mitgefahren. Der wird dann ein bisschen zurückgeworfen werden. Und gucken wir, was dahinter dann so geht. Jetzt gucke ich erstmal, wohin wir raiden könnten. Ben oder Wittmann, ja, müssten wir mal dann gucken, wohin wir raiden könnten. Was haben wir hier? Multiclass liegt immer sehr gut. Ah ne, da ist gerade vorbei. Schade. Da ist vorbei. Was haben wir hier? Da ist auch schon vorbei. Wahrscheinlich das gleiche denn. Fährt denn hier keiner mehr ein Rennen oder was? Ja, warte mal. Simpanse TV. Was macht er denn gerade? Ich schau mal. Ach ja, nächstes Rennen bist du ja auch nicht da, stimmt. Ja, ACC sehe ich auch. 3 Stunden Silverstone, genau, steht hier. Ja, geht das gleich los? Dann gehen wir da hin, sonst. Ich glaube, bei dem war ich. Ich folge den noch nicht mal, siehst du? Sehr gut. Also gehen wir da hin. Zack. Bam, bam. Also, Raid starten wir schon mal. Erking, danke für deinen Follow. Freddy hatte ich schon gesagt, glaube ich, ne? Trotzdem danke. Moin, Kalex TV. Ja, wir sind aber schon am Ende des Streams. Ihr seht, hinter mir ist es schon leer geworden. Irgendwo rennt der Hoshi da im Hintergrund rum. Keine Ahnung, ob er ein Eis dabei hat oder so. Und da ist der Chris Finn nochmal im Chat. Ja, Platz 3 oder so warst du, glaube ich, ne? Ja, auf jeden Fall gucken wir uns dann nächste Woche dann an, wie es in der Gesamtwertung ist. Danke für die ganzen Follows. Danke, dass ihr hier so zahlreich eingeschaltet habt. Morgen bin ich wieder online. Dann wieder ganz klassisch, sage ich mal, LFM. Gucken wir uns dann, denke ich mal, 3 Rennen an. Mal sehen, ob wir diese Woche vielleicht auch nochmal R-Faktor zeigen. Ich weiß gar nicht, ich habe gelesen, da gibt es wieder Rennen. Schauen wir dann mal. Wird auch ja, eine interessante Sache werden. Ansonsten gehen wir jetzt mal zu Simpanse TV rüber. Lasst mir ein paar Grüße da. Ich lasse gleich da mal ein Follow. Ich sehe gerade, da habe ich noch gar keinen. Und wenn ihr mögt, schaltet morgen ein. 19 Uhr geht es dann wieder los. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis morgen, wie gesagt. Ciao, ciao.